Wir haben Samstag, 14:46 Uhr. Samstag, 14:46 Uhr. Holy, ich höre mich doppelt. Wir spielen weiter. Sparklight. Wir gehen rein. Ruhiger Stream! Ich hoffe, wir werden heute ein bisschen weiterkommen. Aber ich weiß zumindest, dass ich das Spiel nicht einfach so in einem Run durchmache. Das Spiel ist doch umfangreicher, als ich zunächst angenommen habe. Ja, wir sammeln einfach ein paar Münzen. Wir müssen Münzen sammeln. Beziehungsweise, was ist das? Energie oder ja, was auch immer das ist als Ingame-Währung. Good Guy und Kirito-san, hi, herzlich willkommen. Wir spielen, also ich habe das jetzt mal unter Rubrik Retro gemacht, ist aber kein Retro-Spiel. Das ist ein top aktuelles Spiel für die Nintendo Switch. 15 Euro kostet es nur. Aktuell im Angebot 15 Euro im eShop. Gibt es aber auch auf Cartridge. Kann man sich auch auf Cartridge kaufen. Lass mich ganz kurz gucken. Ich brauche nämlich noch einen Zweitbildschirm für den Fall, dass oben rechts was verdeckt wird von mir. Es wird jetzt schon was verdeckt. Lass mal die Kamera anders positionieren. Ist sie vielleicht hier unten besser? Sie vielleicht hier unten besser, dann mache ich es mal hier unten. So, wir können dashen. Bam. Story. Wir sind mit so einem flugartigen Flugzeug oder Zeppelin geflogen und abgestürzt. Sind hier gestrandet. Es gibt irgendwie eine Stadt in den Wolken. Und ja, so richtig habe ich die Story auch noch nicht verstanden. Es gibt halt hier irgendwie auf dieser Erde einen Typen, der die Versklavung vorantreibt. Übrigens, jeder Run, den wir machen, ist die Map zufällig neu verteilt. Das ist ganz nice, finde ich. Das ist ganz nice. Und es gibt wohl vier Bosse, wenn ich das richtig verstanden habe. Und man tut halt mit jedem Run Geld farmen und kann sich dann verbessern, seine Abilities und alles. Und man wird dann halt immer stärker und kommt dann dadurch immer weiter. Ähnelt so ein bisschen dem Spielprinzip wie das Weltraumspiel, was ich letztens gespielt habe, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Everspace, glaube ich. Everspace? Heißt es Everspace? So, hier können wir übrigens in jedem Run Geld uns quasi erspielen, wenn wir etwas Glück haben. Kostet 10. Oder? Ja, 10 Funkelicht. Das ist die Währung. Oh, und wir haben was bekommen als Belohnung. Interessant. Und let's go. Er macht eine Kiste auf für uns. Ah, wären wir mal bei der Mitte geblieben. Jetzt haben wir das nicht bekommen. Egal. Wie war dein Tag bis jetzt? Uff, außer dass ich nicht durchgeschlafen habe und ständig wach wurde. Ich habe momentan echt scheiß Schlaf. Beziehungsweise gar keinen Schlaf. War mein Tag in Ordnung. Also, sonst ist noch nicht so viel passiert. Ich habe ein bisschen was gegessen. Mich vor mir rumgedöst. Übrigens bei der Karte sieht man jetzt oben links, da ist so ein Teil. Da müssen wir später hin. Da müssen wir erst vier Bosse killen. Und es gibt noch ganz rechts eine Art Dungeon. Da kann man sich Upgrades erspielen in jedem Try. Vielleicht gehen wir da noch schnell hin, oder? Komm, wir gehen da schnell hin. Wie war dein Tag so bisher, Kirito? Ich überlege, ob ich heute mal ein bisschen Mario Kart streame auf YouTube. Musst du häufiger in die frische Luft? Ja, das Problem ist momentan schwierig, ne? Wenn alles zu ist. Also ja, mir ist bewusst, man kann auch spazieren gehen.
Hab auch schon überlegt, ob ich spazieren gehe. Vielleicht sogar einen Livestream draus mache. Das Problem ist, bei einem Livestream, wenn ich das mache, ich muss ja auch irgendwie Stuff liefern. Ich kann ja nicht einfach nur rumlaufen. Und wenn dann im Chat keine Aktivität ist, dann ist der Livestream irgendwie so ein bisschen... Was mache ich denn dann? Ich filme mich, wie ich nichts sage, weil ich nichts zu erzählen habe. Herzlich willkommen, Joel Snipe. So, Son YouTube. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich komplett falsch. Und Wattli TV ist am Start. Hi, joggen gehen. Joggen gehen könnte ich aber nicht streamen. Außer ich bind mir da die Kamera am Kopf oder so. Bin gerade erst aufgestanden und spiele jetzt Overwatch. Also naja, nicht so viel. Kirito, auf Overwatch hätte ich auch mega Bock. Das Geile bei Overwatch ist ja, es gibt einen neuen Helden. Es gibt in Overwatch einen neuen Helden. Wollen wir mal hier reingehen und gucken? Ja, okay, hier ist es einfach dunkel. Ich gehe wieder hoch. Da kann ich noch nicht viel machen. Ist gut für die Gesundheit. Joggen? Ja. Beziehungsweise für die Gelenke ist Joggen eigentlich nicht so gut. Bin gerade erst aufgestanden. Ach ja, habe ich schon gelesen. Es gibt gar keinen Dungeon in dieser Welt. Ach so, wahrscheinlich, weil ich den schon gelootet habe. Wahrscheinlich kann man den nur einmal looten. Wir sind gleich tot, oben links. Wir haben nur noch ein Leben. Echo ist der neue Held, genau. Echo. Ich habe den noch nicht gespielt. Mich stört jetzt schon eine Sache an dem Spiel. Ja, was denn? Was stört dich? Wie gesagt, die Map ist immer neu, zufällig. Dadurch wird jeder Run einzigartig. Wie Everspace. Man kann sich aber auch heilen und so. Den ersten Boss haben wir gemacht, deswegen können wir jetzt in das zweite Gebiet gehen. Das zweite Gebiet ist hier. Svenja Fischer, herzlich willkommen. Vielleicht machen wir heute übrigens Splatoon. Nee, Mario Kart, ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich ursprünglich heute Mario Kart bringen mit ein Giveaway eShop-Karte. Wenn ihr Bock habt. Hier stört die Musik. Also ich finde die Musik ziemlich geil. Du kannst die Musik natürlich auch ausstellen. Bam! Direkt getötet, One-Shot. The Fallen Toast sagt, ey. Was ist los, Fallen Toast? Ey, irgendwie ist die Kamera unten auf dem Boden so ein bisschen komisch, oder? Wir machen die hier hin. Haben wir schon die Goldwaffen für sie geholt? Oh, nice. Von Toast, was ist los? Warum, ey? Bei Mario Kart schaue ich lieber zu. Ach nein, komm. Spiel mit, wenn wir Mario Kart machen. Das wäre voll schön. Je mehr Leute, desto besser. Weil, wenn am Ende nur die Profis machen, dann habe ich gar keinen Spaß. Kein Decoding? Was ist denn das für eine Frechheit? So, wir haben verloren. Jetzt können wir hier Upgrades kaufen mit dem, mit dem Funkelicht, was wir haben. Wir haben aber leider nur 81 gesammelt. Wir können auch gar nichts kaufen. Camper Mega sagt, ich mag diese Grafik. Ich finde sie auch übelst geil. Hier sind wir in der Stadt. Das hier habe ich jetzt schon gebaut. Das ist eine Werkstatt. Hier oben kann ich auch noch was bauen. Aber dafür brauche ich auch 100 Funkelicht. Ich habe einfach noch zu wenig Funkelicht. Wir gehen wieder rein. Und fam, mehr Funkelicht. Ich habe übrigens so einen Pudding selbst gemacht. Und ja, was ganz cool ist in dem Spiel. Was spielst du denn da? In jedem Run, den man hier hat, kommt man ein Stückchen weiter in diesem Spiel. Wie gesagt, ich habe jetzt gestern schon 3 Stunden gespielt. Ich habe den ersten Boss besiegt. Sparklight heißt das Spiel übrigens. Wieso? Den ersten Boss habe ich gelegt gestern und deswegen kommen wir jetzt halt in Region 2 und sind halt schon etwas stärker geworden. Wir haben jetzt schon 4 Leben. Wir können die Karte aufdecken, das ist nämlich auch ein Attachment. Hä, wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Achso, da.
Was ist dein Lieblingshero in Overwatch? Ich habe ganz am Anfang immer mit Hanzo gespielt. Momentan spiele ich immer sehr gerne mit dem, wie heißt der? Wie heißt denn der? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Der mit dem Geschützturm. Morgen Brownie, lang ist her. Wow, Rapper-Aura, das ist richtig lange her. Schön, dass du mal vorbeischaust. Wie geht's dir so, Rapper-Aura? Ich bin gleich schon wieder tot. Und ich bin noch nicht mal zum Gebiet 2 gekommen. Dieser Roboter? Nee, nicht Roboter. Der die Geschütztürme bauen kann. Wie heißt denn der nochmal? In Overwatch. Ohne Scheiß, ich habe den Namen einfach vergessen. Und ich bin gleich tot. Monsen Jonas. Oh, Jonas ist jetzt schon live. Also wach. Ja, moin. Du kannst Freitag nicht deinen Geburtstag feiern, Rapper Aura. Geht mir genauso. Das Traurige ist, ich habe letztes Jahr auch nicht meinen Geburtstag gefeiert. Von daher wird sich für mich nichts ändern dieses Jahr. Mein Try ist schlechter als eben. Und obwohl wir die erste Welt schon durchgespielt haben, haben wir es nicht geschafft. Das ist das neue Zelda-Spiel, von dem alle reden. Ja, aktuell im Angebot 15 Euro im eShop, beziehungsweise 15 Euro bei Mediamarkt auf Cartridge. Wir haben das Spiel schon 4 Stunden gespielt gestern, Toda, bis 6 Uhr morgens. Richtig geiles Spiel. Werde 16 und am 24. April kommt Naruto Shippuden. Ja, nächsten Freitag kommt Naruto Shippuden 4 raus. Hype, richtig Hype. Aber leider werde ich mir an diesem Tag ein anderes Spiel holen, worauf ich noch viel gehypter bin. 2 Spiele sind zu viel, das sind 120 Euro. Ich werde am nächsten Freitag mir Trials of Mana holen. Das ist ein Secret of Mana Remake, komplett in 3D. Darauf freue ich mich. Das hier ist quasi auch so ein bisschen Secret of Mana-like. Warum hast du das Spiel nicht als Kategorie? Weil dort 0 Zuschauer sind. Ich glaube, da werde ich nicht gefunden. Wenn ich hier Kategorie Retro nehme, weil das so Retro-Style ist, werde ich, glaube ich, von anderen Leuten gefunden. Anders nicht. Das ist so ein bisschen... Das ist so ein bisschen Twitch-mäßig. Twitch-Problem. Das ist bei den anderen... Bei YouTube ist das besser gelöst. Da gibt es halt gute Suchalgorithmen, ne? Google halt. Hier findet dich keine Sau. So, Camper Mega, ich muss jetzt weg. Ciao. Ciao, Camper. Was machst du denn jetzt Schönes? So, und Jonas sagt, du bist ein Ehrenmann, Toda. Toda ist der Ehrenmann. Was auch immer Toda getan hat. Ehre geht raus. An den Toda. Wow. Wann kommt eigentlich wieder Pokémon? Oh. Pokémon müsste ich so viel... bei Pokémon fehlen mir nur 100 Pokémon. Ich wollte es letztens streamen. Dann kam Toda ins Voice. Und der Fabi. Und die haben mir das Spiel so schlecht geredet, dass ich gar keinen Bock mehr hatte. Mai ist einfach geil. Wieso ist Mai geil? Wieso ist der Mai geil? Was ist denn da los? Weil du Geburtstag hast? Am 7. oder am 10. Jonas? Das war doch irgendwie sowas, ne? Am 7. oder 10. Mai hast du Geburtstag. Kann dir helfen, habe den Decks voll. Ja, gut. So, warte mal, wir müssen jetzt hier eine Truhe auswählen. Ich hoffe, er öffnet jetzt eine Niete für uns. Und wir haben wieder Niete. Nein, wir haben nicht Niete. Nein, oh holy. Wieso gehe ich raus? Ich bin so ein Depp. Jetzt habe ich es nicht eingesammelt.
Wir gehen wieder rein. Meint ihr, es liegt noch da? Ist einfach weg jetzt. Was ist das für eine Scheiße? Übrigens habe ich auch die Befürchtung, dass ich beim ersten Boss was verpasst habe. Scheiße. Beim ersten Boss habe ich nämlich, da war auch auf dem Boden so ein Leuchtfeld und den habe ich nicht angeklickt. Ich bin weitergelaufen und dann war auf einmal Ende. Und jetzt habe ich Angst, dass es wie bei Zelda ist. Bei Zelda gibt es am Ende des Bosses doch immer eine krasse Belohnung. So ein Herzcontainer. Und wenn du den einfach vergisst einzusammeln, dann fehlt dir dieser Herzcontainer einfach für immer. Du kriegst den halt nie wieder zurück, ne? Das gleiche könnte hier auch passiert sein. Das werden wir spätestens beim nächsten Boss rausfinden. Wenn es da wieder passiert. Da muss ich das Spiel einfach neu machen. Komplett neu von vorne anfangen, Kappa. Nee, ich glaube, dann raste ich aus und beende das Projekt. Und nochmal mache ich hier keine 8 Stunden. Weil wir haben hier schon gute 5-6 Stunden investiert. In das Game. Ich finde das Spiel interessant. Ich finde das Spiel auch übrigens entspannt. Nicht so wie Animal Crossing. Da gibt es gar nichts Entspanntes. Schokopudding. So, das ist hier Welt 2. Das haben wir schon geholt. Da gab es ein Upgrade. Was wir noch bauen müssen. Spiel aktuell TV. Twilight in HD. Mega. Ey, krass, oder? Wie die Raubkopien einfach eine geilere Grafik haben, Jonas. Diese illegalen Raubkopien. Mit dem HD-Mod. Es gibt übrigens auch Luigi's Mansion mit in HD. Teil 1. Mega. Sieht teilweise besser aus als Luigi's Mansion 2. 3. Da gibt es so ein HD-Patch. Wollte ich ja ursprünglich auch mal spielen. Aber habe ich irgendwie nie getan. HD-Mod nicht. Gibt eine HD-Version auf Wii U. Ja, aber da gibt es auch nochmal Shader und sowas. Spezielle Shader, dass das Spiel auch nochmal hübscher aussieht. Musst du mal oben auf Einstellungen klicken. Da gibt es Shader, die du dir runterladen kannst. Da gibt es sogar, in Shader, dann sieht es aus wie Toon Link und so. Brauni, ich brauche 720p. Ich habe alte Standbilder. Ach, du hast... Okay. Ich kann so deine Antwort nicht richtig hören. Schade, es gibt kein Encoding. Encoding ist gerade weg, ich weiß nicht warum. Ich verstehe. Ich verstehe. Das Problem liegt daran, dass Daniel zum Beispiel gerade nur eine M-Bit-Leitung, eine M-Bit-Leitung hat. Und dadurch, dass ich natürlich jetzt in 6 Mbit streame und kein Encoding da ist, kann er diesen Stream nicht flüssig sehen. Das ist tatsächlich ziemlich blöd. Aber ich kann da tatsächlich auch nichts machen dran, jetzt. Das ist halt echt blöd bei Twitch. Man kriegt halt teilweise einfach keinen Server.
Wenn voll ist, ist voll. Wobei jetzt nicht mal Primetime ist, oder? Die ist doch erst so 20 Uhr, wo alle live gehen. Da sieht's dann noch schlimmer aus. Hauptsache, Daniel wird gefrontet. Daniel wird doch gar nicht gefrontet. Du hast nur Daniel gehört und dachtest jetzt, er wird gefrontet. Let's go. Und er denkt jetzt wirklich, dass ich gefrontet werde. Und eigentlich haben beide den Stream nicht. Beide können den Stream nicht gucken. Es gibt unten aber auf Mobile eine Möglichkeit, nur den Ton abzuspielen. Nur ein Mbit-Leitung und Daniel gehört. Ja, ist ja auch so. Warum streamt denn auch in so hoher Auflösung? Mach doch mit 900 da. Ja, 900 Auflösung nur. Ja, und dann? Wie viel Mbit? Mbit ist ja das Wichtige. Hä, aber streamst du nicht in so hoher Auflösung, Lesu? Ich meine, jetzt mit deiner 1000 Mbit-Leitung kannst du es ja tun. Da kannst du es ja jetzt endlich auch tun. Das konntest du ja vorher, glaube ich, nicht. Aber jetzt kannst du ja mit den vollen 6 Mbit streamen. Dieser Pudding war so köstlich. Sorry dafür, dass ich das jetzt hier gegessen habe. So, wir haben noch drei Herzen. So, das hier ist ein Dungeon. Am Ende erwartet uns ein Miniboss. Oder, beziehungsweise, am Ende erwartet uns ein Upgrade für unsere Waffen oder sonstiges. Und das machen wir jetzt mal schnell. Ich bin übrigens immer noch wach. Ach so. Du hast gar nicht geschlafen. Hä? Okay, dieses Ding fliegt hier rum, macht Bomben und landet dann. Und da, immer wenn man alle Gegner tötet, dann kommt man eine Ebene tiefer. Ah, das ist so geil, dieses Gameplay. Ich mag's irgendwie voll. Ich mag's irgendwie voll. So, und hier haben wir jetzt ein Upgrade bekommen. Erhöht den Schaden von Geräten ein wenig. Ausrüstbar in der Krankenstation, genau. Wir haben ein Upgrade-Tool bekommen, was mehr Schaden macht. Das können wir dann oben in der Stadt nachher benutzen. Da machen wir in Zukunft mehr Schaden. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das jetzt fertig damit. In der Welt 2. Da kann ich jetzt keine mehr machen. Keine Upgrades mehr holen. Das Spiel sieht wirklich sehr gut aus. Vor allen Dingen nur 15 Euro, Jonas. Es macht richtig, es macht Spaß. Aktuell im eShop 15 Euro. Es ist halt tatsächlich Zelda ein bisschen like. Es ist simpel. Es ist relativ simpel, aber trotzdem hart zu meistern. So, hier muss ich den in der Mitte angreifen, weil die Stacheln, die können mich, glaube ich, mit, wenn die mich pieken, bin ich direkt tot. Weil ich halt noch nicht so viel Schaden aus. Auch da gibt es dann Upgrades, die ich durchführen kann. Was habe ich eigentlich oben? Ich habe mit X, kann ich jetzt übrigens schon schießen. Und mit R habe ich so einen Greifer. Da, hier ist zum Beispiel irgendwas.
Es gibt sogar einen Koop 2-Player-Modus. Ja, Link to the Past Feeling. Und die Grafik ist eigentlich... Also ich finde sie richtig hübsch. Ich stehe auf so eine 2D-Grafikspiele. Erinnert ihr euch an Vivette noch? Das war doch dieses Outlast in diesem Grafikstil. Ich nenne es immer Outlast, weil ich habe mich tatsächlich wie ein Outlast teilweise gefühlt, als ich von der Schwester gejagt wurde. Bananenbaum, herzlich willkommen. Okay, die Biene ist jetzt irgendwie weg. Oh, und hier gibt es auch eine Glücksspielhalle in dieser Welt. Okay, let's go. Ist bestimmt teurer hier, oder? Nein, 10. Auch 10. So, er öffnet eine Leere für uns. Und? Oh, nice. Jackpot. Und Newma, herzlich willkommen. Hi. Ich bin gespannt. Okay, let's go. Okay, let's go. Die Ladezeiten sind mir ein bisschen zu lang, dafür, dass es nur ein bisschen 2D-Spiel ist, ne? Ich habe es gefangen, Olli zu fangen. Wer ist Olli? Jo, Olli? Wie, du hast ihn gefangen? Olli Schulz. Wie, du hast Olli gefangen? Was zum Teufel? Muss ich jetzt die Polizei rufen? Weil er jemanden entführt hat? Skys Mütze. Ach so, Skys Mütze. Ja, die habe ich schon lange gefangen. Tag 1. Welche Mütze hast du genommen? Die lila, ne? Oder die grüne? Ah, das Spiel ist so nice, Mann. Jonas, du würdest es lieben. Die lila, ne? Ich habe die grüne genommen. Was für eine Erleichterung, dich zu sehen. Pogo ist wieder weg. Ach, Mann. Wir müssen mal wieder Pogo suchen. Pogo ist, der Bruder oder so. Da ist ein Loch. Da gehen wir jetzt aber nicht rein. Der Olli ist im Keller gefangen. Wer war das nochmal? Wer die Leute in den Keller ersperrt? Abdi oder so wurde doch irgendwie, ne? Von Dings, von Fabi in den Keller gesperrt. Danach haben wir ihn nie wieder gesehen. Ah ne, es war nicht... War das Fabi und Abdi? Ne, das waren irgendwelche anderen beiden, oder? Spiele gerade TV. Was ist denn das hier für ein Loch? Wollen wir da reingehen? Oh, warte mal. Einmal kurz zurückgehen. Hier ist auch noch was. Habe TV nie durchgespielt, weil ich damals auf der Wii mit 5 überfordert war. Boah, was? Also ich habe TV durchgespielt. Ich habe TV durchgespielt. Das war so das erste Zelda-Spiel, was ich durchgespielt habe. Weird Talk. Ich habe auch Twilight... Nee, warte, nicht Twilight. Ich habe, Majora's Mask habe ich auch schon gespielt. Aber da das Originalspiel, und da war ich halt 5... Das habe ich nicht durchgespielt. Da war ich überfordert, Jonas. Dann ging es mir so wie dir jetzt. Und die DS-Version habe ich nie gespielt, falls es überhaupt eine gab. Ansonsten hast du ja Major Mask auch nicht durch, oder? Twilight fand ich tatsächlich richtig geil. Twilight Princess. Ich habe das geliebt. Das mit dem Hund und so, das war irgendwie richtig nice. Ich fand das richtig nice. Mit dem Wolf. Mit dem Wolf. Diesen Wolf zu spielen und so. Für die damaligen Verhältnisse war das auch Top-Grafik und alles. Das war super. Heutzutage würde man sagen, Scheiß-Grafik, ne? Scheiße.
So. Eventuell können wir ja mal den Boss anteasern von dieser Welt hier. Den kenne ich auch noch nicht. Dann können wir die Spielmechanik kennenlernen. Werden aber höchstwahrscheinlich sterben. Hab gerade den ersten Dungeon gemacht. Dungeons sind ja bei Zelda das A und O. Deswegen wird ja... Dings... Lol. Ja. Huch. Und jetzt, was wollte ich sagen? Ja, das neue Zelda, Breath of the Wild, wird ja deswegen so vernichtet. Da waren übrigens früher auch Dungeons geplant, aber die Entwickler hatten halt keine Zeit mehr und kein Geld. Deswegen hat man notgedrungen einfach diese 100 Schreine einfach reingeballert, die so echt simpel sind. Weil die Open World bereits irgendwie die komplette Entwicklungszeit geraubt hat, glaube ich. Deswegen gibt es halt auch einfach keine Dungeons. Bam. Guck mal, wir haben richtig viel Kohle gemacht in dem Run. 550, da können wir ja gleich richtig abgehen mit unseren Upgrades. BOTW 2 soll linearer sein und Dungeons haben. Ja, eben. Weil sie den Fehler nicht nochmal machen wollen. Und düsterer. Aber warum düsterer? Ich fand das eigentlich schön. Ich fand es schön, dass es so bunt und lebendig aussah alles. Hä? Wo war ich jetzt noch nicht? Hier nach unten und dann oben rechts war ich auch noch nicht. Aua. Von der Wespe bestochen. Vielleicht machen wir gleich noch die 600 voll. Oh. Runter. Alter Schwede. Herzcontainer. Beziehungsweise Herzteil. Hier können wir noch nach rechts gehen. Da ist ein Sprudel. Kann man da reingehen oder stirbt man dann? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Jetzt fehlt nur noch oben rechts diese zwei Wege. Boah, scheiße. Ich sterbe gleich. Ist. Nichts, was mich jetzt irgendwie, was mir jetzt Vorteile bringt. Okay, dieses Attachment haben wir schon. Das heißt, wir brauchen nur noch nach oben und dann haben wir die ganze Welt erforscht. Da wird dann wahrscheinlich der Boss sein. Hier wird wahrscheinlich der Boss sein. Nee, ist tatsächlich doch nicht der Boss. Hier ist der Boss. Okay, da ist der Boss. Was ist hier? Hier ist noch ein Baum.
hier ist noch... Nee, da ist es. Da ist noch so ein Vieh. Irgendwo ist noch eins. Ich höre es nicht. So. Den haben wir rausgeholt. Jetzt können wir hier rauf, rüber. Und was gibt's hier Schönes? Ein Stärke-Patch. Die Runde war richtig erfolgreich. Wir haben mehrere Stärke-Patches bekommen. Richtig viel Kohle. Und können gleich richtig schön upgraden. Wir können gleich richtig schön upgraden. Hier ist irgendwo noch einer. Oh. Das Game sieht echt nice aus. Würde ich mir holen, wenn ich Mario Kart gewinnen würde. Das Giveaway wird unabhängig von dem Gewinner sein in Mario Kart. Es wird wahrscheinlich sein, alle, die im Stream sind, haben die Chance zu gewinnen. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn möglichst viele mitmachen beim Spielen. Und da halt das Turnier auch gewinnen, weil die Gewinner kriegen ja wieder einen extra Rang auf dem Discord. Kennst du ja. So, hier kann ich jetzt erstmal meine Herzen aufladen. Und jetzt kommt der zweite Boss. Den kenne ich noch nicht. Der erste war Boris, den haben wir getötet. Du Scheiße, was ist das denn, Mann? Timbad! Das sind übrigens auch Titanen. Das sind übrigens auch Titanen, meine Lieben. Wie in Zelda. Ey, der Boss ist ja relativ einfach. What the fuck? Ohne Witz jetzt. Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Ich sehe jetzt erst. Ich sehe jetzt erst, man muss das immer wieder machen. Ah, das ist ja ganz schön nervig. Das ist ja ganz schön nervig. Man macht es dreimal oder so. Ich muss wieder los, Valorant-Stream schauen für Beta. Weil du denkst, du kriegst dann Beta-Key durchs Schauen. Ist es denn so? Kriegt man denn Beta-Key durch Twitch schauen? Aber jetzt kein Wunder, dass warum alle auf einmal Valorant hypen. Der Hype besteht einfach nur darin, dass die Leute einen Beta-Key wollen. Deswegen schauen die das. Ich habe mich gewundert, warum so viele Leute Valorant schauen. Es ist nur wegen dem Drop. Let's go. Die Leute machen es natürlich alle. Und dadurch ist es jetzt auf Top 1 und alle denken, das Spiel ist gehypt. Uff. Ich finde, das Spiel sieht aus wie Counter-Strike, das 1.6,
was halt schon 20 Jahre alt ist. Optisch sagt mir das jetzt erstmal nicht so zu. Aber ist ja auch noch eine Beta. Valorant? Hab auch schon was von dem Spiel mitbekommen, aber ich weiß noch nicht mal, worum es da geht. Sieht halt aus wie Counter-Strike in Paladins Optik. Und herzlich willkommen. Roundspark. So, wir könnten das hier mit dem upgraden. Jetzt haben wir hier ein halbes Herz. Was ist das hier? Stärke-Patch. Was ist das für ein Stärke-Patch? Das hier. Schaden von Geräten. Erhöht den Schaden von Geräten. Was sind denn Geräte? Ich verstehe nicht ganz, was Geräte sind. Ich verstehe nicht ganz, was Geräte sein sollen. Und was ist das hier für ein Patch? Ermöglicht es Flügelmütter. Braun, ich habe endlich mal die Trials of Mana Demo durchgespielt. Habe ich gesehen, Roundspark. Wie hast du den mit dem Boss abgeschnitten? Roundspark, ich muss zugeben, ich habe die Demo nicht zu Ende gespielt. Ich habe die Demo, das war in der Zeit, wo ich ja die 2 Wochen bei Nessie war. Ich habe die Demo nur 1, 2 Stunden oder so gespielt, oder ich weiß gar nicht mehr, vielleicht war es auch weniger. Ich bin nicht bis zum Boss gekommen. Und dann hatte ich keine Zeit mehr. Es war am Anfang der 2 Wochen. Und dann in den 2 Wochen, wo ich bei ihr war, haben wir immer Fortnite oder so gespielt. Ja. Schäm dich. Ermöglicht es Flügelmutter, Funklicht und Kniffe einzusammeln. Hä? Verstehe ich nicht. Und Emre folgt. Vielen lieben Dank, Emre. Brownspark, ich habe mir das Spiel vorbestellt. Ich werde es am Freitag hoffentlich bekommen. Und dann werde ich eh nochmal den Spielstand von 0 anfangen. Man kann wohl weiterspielen mit dem Spielstand der Demo. Aber da ich das als Streaming-Projekt machen möchte, werde ich dann einfach nochmal neu anfangen. Deswegen hatte ich jetzt auch nicht so einen Anreiz, weil ich eh nochmal neu anfangen wollte, die Demo bis zum Boss zu spielen. Weißt du? Ja. Wenn übrigens irgendjemand mit mir irgendwie regelmäßig Fortnite spielen möchte, kann er das gerne tun. Ich habe nämlich niemanden mehr. Ich habe keinen Fortnite-Partner mehr. Ich habe es auch vorbestellt, aber ich werde von der Demo weiterzocken. Oh, du hast es jetzt doch vorbestellt, weil die letzte Info, die ich ja hatte, war damals, dass du das Spiel erstmal nicht spielen willst, weil du ja das Secret of Mana's Original erst vor kurzem auf deinem Kanal gespielt hast. Da wolltest du doch eigentlich warten. Aber die Demo hat dir dann scheinbar sehr gefallen. Aber okay, du bist ja genauso ein Fan von dieser Spielreihe. Bist ja genauso ein Fan. Hier habe ich Energiepatch. Hier könnte ich halt irgendwie auch nochmal verbessert die medizinische Einrichtung. Ich weiß nicht, ob ich meine medizinische Einrichtung verbessern möchte. Was habe ich denn davon? Das weiß ich gar nicht. Ich war unsicher, aber nachdem ich jetzt die Demo durch habe, will ich weitermachen. Ist es denn sehr anders zum Original? Gibt es also Neuerungen? Oder ist es doch relativ nahe zum Original? Guck mal, wir haben jetzt hier die, ich weiß gar nicht, was wir gerade gebaut haben. Kniffegeschäft, genau. Wir haben das Kniffegeschäft angefangen zu bauen. Das ist ziemlich hier die Stadt. Wir reden mal mit dem. Dank dir bin ich wieder im Geschäft. Die Kniffe besser machen. Was für eine Kniffe? Belebeboost verstärkt deine Bemühungen und lässt dich für kurze Zeit zusätzlichen Schaden verursachen. Kurze Zeit nur. Kurze Zeit ist aber ganz schön kurz.
Oh, ich kann den Hund streicheln, wie süß. Wir gehen jetzt mal da rein, in dieses Rohr. Dieses Werkzeug haben wir nämlich schon, um uns klein zu machen. Ah, okay, auch hier gab es wieder einen Herzcontainer. Wir haben noch 400. Im Prinzip könnten wir noch was upgraden. Dann machen wir den Knallballon. Wir können sogar die Werkbank noch aufrüsten. Was war das andere? 500, ne? Die Story ist halt gleich, aber die Wege und Bereiche sind größer. Das Kampfsystem ist detaillierter und meiner Meinung nach wurde der Schwierigkeitsgrad gesenkt. Ah, schade. Aber Moment, beim Schwierigkeitsgrad kannst du ja einfach eine Schwierigkeit höher schrauben, oder? Es gibt doch mehrere. Da musst du halt nicht auf normal spielen, sondern halt auf eins schwieriger. Und dann passt das, da gleicht sich das wahrscheinlich wieder aus. Da gab's doch. Oder gab es nur leicht und normal? Ich weiß das gar nicht mehr. Die Demo ist ja schon, wie gesagt, ein paar Wochen her. Da oben müssen wir hin. Ich glaube, wir gehen auch noch mal vorher versuchen in diese Glücksspielhalle. Anfangs glaube ich noch nicht. Höher als normal ist, glaube ich, erst nach dem ersten Durchspielen. Das verstehe ich immer nicht. Also doch, das Spiel möchte die Spieler schützen, indem sie nicht schwer auswählen, die dann verzweifeln und das Spiel scheiße finden wahrscheinlich. Aber wenn ich schwer auswähle, dann ist mir doch bewusst, dass das Spiel schwer wird, oder? Warum wird es mir verweigert? Also ich habe meistens keinen Anreiz, ein Spiel nochmal zu spielen. Auf schwer. Entweder ich spiele es gleich auf schwer, weil das Normale mir zu leicht ist. Oder ich spiele das normal, weil ich auf schwer nicht spielen darf. Und dann werde ich das aber nicht nochmal anfassen. Aber vielleicht... Also früher hätte man das vielleicht gemacht. Da hatte man halt nur ein Spiel und musste sich damit zufrieden geben, aber... In dem jetzigen Zeitalter, wo es einfach so Haufen viele Spiele gibt. Da es quasi 6 verschiedene Storys gibt. Ah ja. Soll man ja sowieso öfter spielen. Scheiße, das stimmt. Das stimmt sogar. Wobei nur der Anfang anders ist, oder? Roundspark, nur der erste Teil ist anders. Die ersten 10 Minuten des Spiels unterscheiden sich. Der Rest der Story verläuft, glaube ich, exakt gleich bei jedem Charakter. Wenn ich mich nicht komplett irre. Und bei der Story konntest du ja... Du hast ja 2 Begleiter, die du auswählen kannst. Da konntest du ja den Teil der Begleiter ja skippen oder eben auch spielen. Nee... Du kommst im Verlauf des Spiels auch zu anderen Orten, je nachdem welchen Charakter du nimmst. Oh, das ist ja interessant. Das wusste ich noch gar nicht. Aber dann muss man natürlich als Fan dann tatsächlich mehrmals spielen. Aber dann bietet das Spiel ja deutlich mehr als 100 Spielstunden, oder? Schade, dass es keinen Online-Koop-Modus gibt oder generell Koop-Modus wie im Original. Ich glaube, es gibt ja generell gar keinen Koop-Modus, ne? In dem Remake. Also eigentlich ist das Remake schlechter als das Original. Zumindest was Spielmechanik angeht. Zumindest was Koop-Mäßigkeit angeht. Spielmechanik, hast du ja gesagt, ist teilweise besser. Siehe Kampfsystem. Aber auf das, bis auf das Äußere ist da nicht viel anders. Okay. Ich bin gespannt. Also einmal werde ich es auf jeden Fall durchspielen. Weil ich habe das Original damals nie durchgespielt. Weil es gab ja das Original nie in Deutschland. Und die Switch-Version wollte ich mir nicht holen. Das war mir zu teuer. Jetzt kann man natürlich sagen, 3 Spiele, 40 Euro ist nicht teuer. Aber in Anbetracht... dass die
Spiele schon so alt sind und ich habe die anderen schon bis zum Erbrechen gespielt. Und besitze die halt auch schon. Und das ist ja nur ein 1:1, das ist ja kein Remake, nichts. Die haben ja gar nichts dran geändert. War es mir dann zu viel. Also, deren Kosten sind quasi null und die wollten das für den Vollpreis verkaufen. So, das war halt das, wo ich dann so sehe, nee. Wenn da wenigstens irgendwie die Grafiken geupdatet hätten oder irgendwas gemacht hätten, hätte ich das noch verstanden. Oder wie bei Mario. Wie bei Mario-Spielen. Die Wii U-Version und die Deluxe-Version jetzt. Wo alle DLCs drin sind und ein bisschen extra Content. Das ist auch schon grenzwertig, aber das ist immerhin besser als einfach nur das Spiel für den Vollpreis verkaufen. 30 Jahre alt Spiel, ohne irgendwas getan zu haben. Du würdest für drei alte Mario-Games locker 60 Euro bezahlen. Weiß ich nicht. Aber ja, es gibt tatsächlich Mario Strikers. Würde ich direkt kaufen. Mario Strikers würde ich direkt kaufen. Mario Strikers war so ein geiles Spiel. Für die Wii. Es war so schön. Es war, glaube ich, tatsächlich auch das erste Nintendo-Spiel, was online ging, oder? Mario Strikers ging online. Es kann sein, dass das erste Nintendo-Spiel war, was online ging. Auf der Wii. Gab es vorher schon irgendwas? Ich überlege gerade. Aber ich glaube, das war das erste Nintendo Online-Spiel. Und das hatte sogar so eine Art Ranking-System. Oh, verringert die Zeit fürs Abfeuern. Der Nachfolger von Man of Medan kommt übrigens erst im Sommer. Ich kenne das Spiel nicht mal. Aber ja, die Spiele werden jetzt teilweise alle verschoben. Bin ich ganz froh, dass Trails of Mana nicht verschoben wird. Zumindest erwarte ich, dass wenn es passiert, dass es jetzt schon angekündigt worden wäre. Du hast es mit... Ach ja, ich habe das mit Nessie gespielt. Man of Medan. Jetzt erinnere ich mich. Jetzt erinnere ich mich. Das war ja dieser Koop, dieses Koop-Spiel. Ja. Ich bin dumm. Lese, du hast recht. Ich habe das gespielt und Bounce Bug. Ich habe das ja mit Nessie gespielt. Mal gucken. Also ja, die Fortsetzung oder was heißt Fortsetzung? Den zweiten Teil werde ich wahrscheinlich auch spielen. Hätte ich mega Bock drauf. Und dann vielleicht online über Remote. Man kann ja online zusammenspielen. Vielleicht kann man das ja dann mal als gemeinschaftliches Projekt machen, Roundspark. Das wäre doch auch mal richtig nice. Dass man das dann online irgendwie, wenn das dann online geht, dass man das dann zusammen streamt oder so. Weil mit Nessie werde ich das leider nicht spielen können. Soll ich hier noch ein Herz kaufen? Die Sache ist, ich kann mir hier halt Upgrades kaufen. Ich kann die hier links verbessern. Aber ich kann rechts nur 12 Felder Upgrade mitnehmen. Das hier, das ist die Karte für die Anfangsregion. Die ist eigentlich ganz nice. Das ist mehr Schaden, das ist auch nice. Ich glaube, ich lasse es erstmal so, wie es jetzt ist. Was ist denn Kniff-Katalysator-Patch? Verringert die Zeit, die das Abfeuern... Okay, das brauche ich nicht. Aber ich verstehe immer noch nicht, was das hier ist. Erhöht den Schaden von Geräten. Ich verstehe nicht, was Geräte sind. Geräte sind wahrscheinlich... Ach hier, das sind die Geräte. Steht ja da. Geräte. Deren Schaden geht also hoch. Huch. Nee. Wir machen weiter. Ich hol's mir ja für die PS4. Weiß nicht, ob das... Achso, Cross... Achso.
Nee, Moment. Roundspark, wenn man sich das Spiel kauft, kriegst du einen zweiten Key, beziehungsweise der über Remote mitspielt, muss sich das Spiel nicht kaufen. So war das bei Teil 1 auch. Da habe ich bei Steam quasi jetzt noch irgendwie so ein. Du kannst dir so eine Zugangsversion kaufen, die kannst du aber nur spielen mit jemandem, der das Hauptspiel besitzt. Also es muss nur einer das Spiel besitzen. Und der andere kann halt nur mit dem dann zusammenspielen, wenn er dich einlädt. Also theoretisch, wenn ich das Spiel kaufe und ich will mit euch spielen, die andere Person muss das Spiel nicht haben. Aber die muss sich das halt dann runterladen trotzdem, ne? Auf PC dann, weil Crossplay geht, glaube ich, nicht. Oh ja, hier gehen wir rein. Wir farmen. Ich zock mal weiter Final Fantasy VII Remake, solange der Kleine noch schläft. Viel Spaß noch. Alles klar, Roundspark. Ich wünsche dir ebenfalls viel Spaß und einen wunderschönen Samstag noch. Und vielleicht hört man ja die Tage noch mal was oder zockt mal was zusammen oder so. Kannst dich gerne melden, wenn du da einen Bock hast. Ich habe jetzt ganz viel Zeit. Also eigentlich alles, mein ganzes Leben Zeit. Ich habe gar nichts zu tun, ne? Traurig aber wahr. Gerne, schau. So. Links oder rechts, Leute? Ich mach mal links. Und es war wieder die Niete. Verdammte Axt. Leso, übrigens, du weißt, also es gibt ja jetzt die doppelte Erfahrungspunkte irgendwie in COD. Irgendwie müsste ich das eigentlich auch mal wieder spielen, aber ich habe irgendwie seit 2, 3 Tagen irgendwie keinen Bock drauf. Oder bin einfach nicht in Stimmung. Ich werde wahrscheinlich dann wieder anfangen, wenn die EP-Bonus, wenn der EP-Bonus weg ist. Was wieder komplett bescheuert ist. Wir haben gestern sogar einen Sieg geholt im Dreier. Oh nein, Leso. Ich habe bis heute noch nicht einen Sieg. Bekommt man dann eigentlich extra viel EP als Belohnung? Wahrscheinlich ein ganzes Level oder so? Da gibt es doch bestimmt irgendwie sowas in der Art, oder? Oder gibt es wie in Fortnite? In Fortnite gibt es ja, wenn du das erste Mal einen Sieg machst, gibt es ja einen Gleiter. Einen Season-Gleiter. Gibt es das, gibt es sowas in der Art auch? Dass du irgendeinen Bonus bekommst für einen Sieg? Ich hatte 12 Kills, die anderen 8 und 5. Das ist krass, Mann. War das ein Random-Team oder waren das Leute aus deiner Freundesliste? Für den Sieg habe ich 35.000 Punkte bekommen. Ein ganzes Level. Heftiger Shit, Alter. Ich habe gehört, es gibt jetzt wieder einen neuen Duo-Modus, aber der Duo-Modus ist nicht der, den sich die Fans gewünscht haben. Das ist irgendein anderer Shit. Waren Leute aus einem anderen Discord. Die, mit denen wir gezockt haben oder mit ganz anderen? Die, mit denen wir immer gezockt haben? Oh, jetzt habe ich durchaus wieder Bock auf das Spiel. Verdammte Axt. Mit ganz anderen. Mit denen habe ich letzte 2 Tage gespielt. Ah, okay, cool. Wenn ich ja mit den Leuten immer spiele, habe ich immer so ein schlechtes Gefühl. Weil ich denen irgendwie immer das Spiel versaue. Weil ich ihn noch nicht so gut spiele wie die. Deswegen spiele ich ungern mit anderen. So doof es sich anhört. Oh, was? Ich bin vergiftet. Was ist das denn? Die Steuerung ist spiegelverkehrt. Was für eine Scheiße. Und jetzt war die Vergiftung aufgehoben und ich bin reingelaufen. Das wird alles mit dem Spielen einfacher. Immer spielen. Ja, oh, ich weiß noch, ich hatte einmal doch diesen Raketenwerfer, wo ich dann einfach mal so ein Auto abgeschossen habe und dann alle waren tot, die in diesem Auto waren. Das war schon echt nice. Da hatte ich ja auch eine Runde mal 12 Kills. Das war so dieser Moment, wo ich dachte so, wow, okay. Ganz so scheiße spiele ich manchmal wohl doch nicht.
So wie gestern in Fortnite, als wir Vierer-Team gespielt haben, wo zwei einen Disconnect hatten oder tot waren und ich dann mit Pokémon Onix zu zweit noch die komplette Runde gerockt habe. Da hatte ich ja auch 12 Kills oder so und wir hatten einen Epic-Sieg. Also manchmal gibt es dann tatsächlich auch gute Momente bei mir. Uff. Ey, ich habe das Gefühl, ich komme irgendwie nur so schleppend voran in diesem Game. Jetzt noch mal rechts. Jetzt runter. Jetzt rechts, rechts, hoch, rechts. Rechts, rechts. Hoch. Rechts. Stampeln. Das hat jetzt echt lange gedauert. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas Besonderes heißt. Ich denke mal, die Welt wurde generiert. So, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht jetzt relativ fix den Boss finden. Weil ich hätte schon Bock, den Boss jetzt zu machen. Ja, hier ist er. Perfekt. Wir gehen rein. Wir versuchen ihn jetzt einfach nochmal. Weil so lost waren wir gar nicht. So lost waren wir tatsächlich gar nicht. Im letzten Try. Und ich habe ja noch das, ich habe noch meine Extra-Fähigkeiten, wie Bogen und so. Den sollte ich vielleicht auch mal benutzen. Timbart. Och Mann, was? Das Ding zockt. Das Ding zockt zwei Herzen ab. Mann, okay, der Try ist für den Arsch. Ein Hit zockt ein Herz und ein halbes ungefähr ab. Das ist ganz schön viel. Was für eine Scheiße. Das ist so schwer, Mann. Och, Mann. Ich komme in diesem Spiel gefühlt nicht voran, oder? Das ist sehr schleppend. Wir versuchen noch mal das Glücksspiel.
Och, jedes Mal Pech. Good Guy, willkommen zurück. Wir haben jedes Mal Pech. Wir haben jedes Mal Pech in diesem Glücksspiel. Jetzt dauert es erstmal wieder. Ich überlege übrigens, ob ich gleich ein bisschen Fortnite spiele mit euch. Könnte ich eigentlich auch mal. Eventuell gibt es heute wieder Drops. Das Keyboard droppt heute vielleicht. Das Skateboard. Musst du noch Aufgaben machen? Nein. Aufgaben habe ich tatsächlich alles. Das Einzige, was ich noch machen könnte heute, sind Stempelkarten. Stempelkarten kann ich heute noch machen, gut geil. So wie jeden Tag. Das Einzige, was mir noch fehlt, also für heute. Aber die werden ja auch in 6 Minuten erst freigeschalten. Ich glaube, das ist immer 16 Uhr. Genau, for fun und halt Stempelkarte, weil die Stempelkarten geben dir ja ein ganzes Level pro Tag. Das ist ein einfach erspieltes Level, was man da kriegt. Jarell, herzlich willkommen. Jarell, hast du schon das Skateboard von Fortnite? Hast du schon das Skateboard? Das ist ja das, was alle wollen. Alles andere ist ja so ein bisschen egal. Oh, das kriegt man erst morgen. Tapio Thomas, hi, herzlich willkommen. Mann, wir wurden schon einmal getroffen. Wir wurden schon wieder getroffen. Kacke. Das ist gerade ein bisschen blöd. Heute Retro-Tag. Ja. Oh. Wobei das Spiel ist nicht wirklich Retro. Nur die Grafik ist Retro. Das Spiel ist neu. Muss auch mal sein. Au, Kacke. Was kommt später? Weiß ich noch nicht. Ich wollte theoretisch Mario Kart, aber irgendwie...
Meine Laune ist in letzter Zeit schwierig. Was heißt meine Laune? Ich bin halt irgendwie nicht so richtig happy, ne? Vielleicht mache ich nur ein bisschen Fortnite nachher. Vielleicht auch gar nichts. Das ist schwierig, ich weiß es nicht. Oder ich versuche, oder ich mache Resident Evil 2. Dann spielst du wieder Everspace. Oh, Everspace. Übrigens, das Spiel hier ist vom Spielprinzip, wollte schon sagen, es ist irgendwie gefühlt genauso wie Everspace. Es ist gefühlt genauso wie Everspace. Du tust jedes Mal einen neuen Try machen. Oh, erhöht die Größe deiner Patch-Tafel. Ey, das werden wir machen. Das einzige Retro-Game, was ich regelmäßig zocke, ist Resi 1. Oh, habe ich noch nie gemacht. Meine Patch-Tafel ist jetzt größer. Oh, guck mal. Das ist natürlich richtig genial. Jetzt können wir viel mehr Patches mitnehmen. Kniff-Katalysator. Ich glaube, wir können tatsächlich sogar alle Patches mitnehmen. Ofen ist immer gut. Upgrade ist gut. Okay, alle nicht. Gewölbe. Das hat sich doch mal gelohnt. Sind mir halt zu schwer. Ich muss auf jeden Fall kurz... heute noch ein bisschen Fortnite spielen. Die täglichen. Freue mich riesig auf Everspace 2. Everspace 2 wird es ja nicht geben, ne? Für die Switch. Wobei Everspace 1 für die Switch war ja auch ein bisschen enttäuschend, sage ich jetzt mal. Weil die Bilder im eShop sind fake gewesen. Die haben da Bilder von der PC-Version reingepackt und du dachtest so, wow, geile Grafik. Und dann hast du es für die Switch gespielt und das war ein ganz anderes Spiel. Ist bei Ark genauso. Ich weiß gar nicht, ob die das dürfen. Eigentlich ist das irreführende Werbung. Wenn die Spielszenen von einer ganz anderen Konsole zeigen und damit werben im eShop-Store. Das müsste Nintendo eigentlich verbieten. Everspace 2 würde ich mir auch holen. Hast du Everspace 1 gespielt, Leso? Solltest du mal tun, wenn du es nicht getan hast. Das Spiel habe ich bis heute noch nicht durch. Aber ich bin schon ins letzte Cluster gekommen, glaube ich. War aber sofort tot. Und in dieses letzte Cluster habe ich, glaube ich, nur durch ein Wurmloch geschafft. Da bin ich durch so ein Wurmloch geflogen. Hat mich voll gefreut. Never Stop Dreaming zum Thema Switch. Nö, du hast es nie gespielt, schade. Solltest du vielleicht machen. Kostet auf Steam für PC, glaube ich, nur 8 Euro oder so. Und auf PC lohnt sich das tatsächlich, weil die Grafik einfach sehr viel schöner ist. Also sehr, sehr viel schöner. Nach wie vor ein Crowdfunding-Projekt. Alter. Hä? Es gibt noch 4 Bosse. Da oben ist der Boss. Wollen wir den direkt versuchen zu legen? Wir haben ja jetzt einen ganzen Stern. Naja, fast einen ganzen Stern mehr. Oh, wir haben Patch bekommen.
Die haben ein Budget von 450.000 für Everspace 1 gehabt. Boah, das ist aber, klingt erstmal nach richtig viel Geld, aber wenn du dir überlegst, wenn das dann so 100 Entwickler sind, die vielleicht 2 Jahre produzieren oder so, dann wirst du ja irgendwie merken, dass das Budget irgendwie sehr schnell aufgebraucht ist. Wenn dann wahrscheinlich eher, wenn sich PC und PS Xbox gut verkauft. Alter, der hat mir gerade 5 Herzen abgezogen. Seht ihr das oben? Ne, Moment, ich habe ja nur 5 Herzen. Dann hat er mir nur 4 abgezogen. Dafür ist es meisterlich für so begrenzte Mittel. Das stimmt, Tapio. So, wir haben 4 3/4. Ich spiele mal Arena in Fortnite, muss Points holen. Oh, Arena, stimmt. Ich müsste Arena auch mal spielen, Jarell. Das habe ich ja mit Nessie damals angefangen zu spielen. Aber daraus wird ja nichts mehr. Ich lasse den Stream offen. Oh, gut ausgewichen. Ach, shit, Mann. Das zieht einen aber auch echt ein ganzes Herz ab, ein Hit. Könnt ihr euch ja ausrechnen, wie viele Hits ich da kassieren kann. Bis vorbei ist. So, und der hat noch volle Leben. Ich habe nur noch die Hälfte an Leben. Also momentan sieht es verdammt schlecht für mich aus. Hier ist schon echt schwer, Leute. Alter. Okay, jetzt steht's Hälfte, Hälfte. Wow! Hälfte, Hälfte. Wow! Mann, scheiße! Tot. Das war's. Das war's komplett. Lief so gut bis zur Hälfte. Also der Anfang war schlecht, Mittelteil war perfekt, grandios und der letzte Teil war grandios versagt. Ich weiß nicht, was... Achso, Gerätestärke bringt mir nichts. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Flügelmutter magnetisiert. Funkelicht und Kniffe einzusammeln. Aber das kann ich doch schon. Ah, wir haben zu wenig Geld. Warum spielst du auch immer so schwere Sachen? Ohne Witz, ich dachte wirklich, dieses Spiel ist relativ klein, weil es nur 15 Euro gekostet hat, Tapio. Dass ich das in 2 Stunden durchspielen kann. Ich sitze jetzt, warte. Ich sitze jetzt seit 8 Stunden an diesem Spiel. Und ich habe nur den ersten Boss habe ich besiegt. Ich will den Boss jetzt machen. Vor allen Dingen das Schlimme ist hieran, du siehst immer, wenn ich einen neuen Try mache, ist die Map anders. Also es ist halt wirklich wie Everspace. Wobei, was heißt schlimm? Das ist eigentlich voll gut.
sonst wäre das Spiel extrem langweilig. Ich wusste nicht, dass das so ein Spiel ist. Ich dachte eigentlich, das hier ist ein Spiel mit normaler Storyline. Kurz und knackig. Aber es ist kurz und nicht knackig. Jeder, der dir kein Skill zutraut, soll mal dein Mega Man Let's Play gucken. Echt? Findest du wirklich, dass ich im Mega Man Let's Play Skill hatte? Findest du das, Tapio? Ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Schon so lange her. Muss ich mir selber mal anschauen. Wie sieht der Boss? Achso, der Boss ist da unten. Ah, die alten Mega Man-Spiele, die sind richtig krass, Tapio. Und früher konnte man nicht abspeichern. Die Remakes auf der Switch, da kann man ja abspeichern. Die sind natürlich deutlich leichter. Du hast das durchgespielt, das allein ist außergewöhnlich. Was, das soll ultra schwer sein. Echt? Das soll ultra schwer sein. Das war das leichteste Mega Man-Spiel, was ich gespielt habe. Alle anderen Mega Man-Spiele habe ich übrigens alle nicht geschafft, Tapio. Ich habe alle Mega Man-Spiele davor nie durchgespielt, aber das liegt daran, dass man nicht speichern kann. Also zumindest bei den Originalspielen konnte man nicht speichern. Und wenn du kein Leben mehr hattest, warst du Game Over und musstest das komplette Spiel neu machen. Das war das Ultra-Harte an diesem Game damals. Also an die alten Teile. Aua. So, wir gehen jetzt wieder zum Boss. Ich habe letztens eine Top 10 der schwersten Spiele all time geguckt. So kennt man ja. Und Mega Man taucht da so oft auf. Ja. Hä? Scheiße, der Boss ist ganz oben. Wieso laufe ich jetzt hier lang? Wir müssen nach oben. Oben, 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 oben. Okay, hier ist Sackgasse, aber... Ich komme da natürlich nicht durch. Oh, Schaden mit Schraubenschlüssel haben wir bekommen. Was auch relativ schwer ist, ist übrigens Sonic. Das neue Sonic, was von Fans entwickelt wurde. Was ich auch gespielt habe auf der Switch. Wie hieß denn das? Sonic? Dieses 2D-Sonic. Ich habe den Namen vergessen. Das ist übrigens auch... das war auch relativ schwer. Das habe ich aber auch durchgespielt. Und dann das Original Sonic Forces oder sowas. Ne, Sonic Forces, das ist Schmutz. Sonic Mania meine ich, Tapio. Sonic Forces, das ist von den Originalentwicklern. Das ist Schmutz. Das ist super einfach. Das kriegst du in einer Stunde durchgespielt. Warte mal. Ich meine Sonic Mania. Das war übrigens auch von Fans entwickelt. Hier, Sonic Forces ist Schmutz. Das richtige Sonic war Sonic Mania. Übrigens hier, Sonic Collection habe ich, Mega Man Collection habe ich mir geholt. Da habe ich eins ohne Stream mal gespielt. Hammer schwer, habe ich durchgespielt aber. Hier, Sonic Mania. Das lohnt sich auch, das ist auch richtig gut. Aber relativ schwer. Crash Bandicoot. Das habe ich übrigens alle drei Teile gespielt. Tapio, da habe ich alle drei Spiele durchgespielt. Auf YouTube. Oh Mann. Apropos Crash Bandicoot. Ich habe ja auch noch Spyro.
Teil 1 bis 3. Da bin ich ja immer noch in Teil 1. Das habe ich ja auch noch gar nicht durch. Diese Holzhütte in der Luft. Holzbrücke. Oh nein. Das ist die schwierigste... Ey, das ist ohne Scheiß die schwerste Stelle im ganzen Game. Da haben so viele Leute so viel geraged. Und man konnte sich ja da so ein bisschen... Wie nennt man das? Glitchen, ne? Da gab es ja so ein kleiner Glitch, dass man so... am Rand langlaufen konnte teilweise. Ohne diesen Glitch hätte ich, wäre ich wahrscheinlich, wäre ich dann noch weitere Stunden verzweifelt. Das Problem ist aber auch, dass die Kameraperspektive scheiße ist und du kein Gefühl für das Dreidimensionale auf dieser Brücke hattest. Du wusstest immer nicht so, wie weit bist du jetzt gesprungen. Zwei Stunden Stream gemacht und nichts geschafft, das stimmt, Tapio. Alter, 2 Stunden Holzbrücke-Stream. Und hi Jesse, herzlich willkommen. Alter. Oh, aber auch die Minecraft-Streams, unvergesslich. Die ich immer Wochenende die ganze Nacht gestreamt habe, als ich noch ein sorgloses Single-Leben hatte. Ohne Kummer. Oh, wir sind ja schon durch. Bam, 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 bam! Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Komm, wir machen jetzt einen perfekten Try. Jetzt, wo Jesse da ist. Ich spüre jede Zeile meines Körpers. Jede Zelle. Ich kam so dazu, als gerade Donkey Kong war. Oh, Donkey Kong. Furchtbares Spiel. Beziehungsweise, ich sag mal so, Donkey Kong ist eins der schwierigsten Nintendo-Spiele, die es gibt. Kirby ist das leichteste Nintendo-Spiel, was es gibt. Donkey Kong das schwierigste. Ah ja, und Yoshi ist das zweitleichteste. Also Kirby ist mit Abstand das leichteste. Das war das erste Nintendo-Spiel, wo ich 100% hatte, ohne dass ich irgendwas machen musste. Das habe ich direkt bekommen. Das war wirklich geschenkt, diese 100%. Aber Donkey Kong war mit Abstand das härteste. Und Yoshi war einfach nur so... Yoshi hat tatsächlich überhaupt keinen Spaß gemacht. Das ist das schlechteste Nintendo-Spiel. Leider. Wobei ich das... Yoshi Island von Super Nintendo war mein Lieblingsspiel. Da habe ich tatsächlich auch 99,9% gemacht. Da hat mir auf dem Super Nintendo damals nur noch eine Münze gefehlt. Die habe ich einfach nicht bekommen. Das war ein Level, wo automatisch Sidescrolling war. Da war ich immer zu langsam. Da hat mir genau eine Münze für 100% gefehlt. Oh, das sieht verdammt gut aus. Ich hab ihn! Bam, zweiter Boss erledigt nach 8 Stunden und ich dachte, das Spiel geht nur 2. Puh. Was ist das? Verbesserung. GG, Leute. Respekt manchmal auch zu Fehlern führt. Wobei Respekt manchmal auch zu Fehlern führt. Oder Nervosität. Besser gesagt, am besten cool bleiben. Ja, vor allen Dingen, es sieht immer leicht aus beim Zuschauen, ne? Zuschauen sieht immer so leicht aus. Scheiße, was ist denn das jetzt hier? Hallo? Scheiße, was ist das jetzt?
Probieren wir mal eine Leuchtkugel aus. Hier muss es... Eine Leuchtkugel? Habe ich neue Abilities bekommen? Ach, hier. Rüstet Flügelmütter mit 3 Ladungen Leuchtkugeln aus. Mit ihrer geringen Auswirkung. Achso, mit B. Ah. Ich kann jetzt endlich Dinge anzünden. Okay, neue Ability. Die öffnet uns natürlich neue Möglichkeiten. So, und hier... Ach, guck mal. Es gibt in dieser Rune noch eine Nachricht. Ich scanne sie. Der Grundstein würde der Samen sein, um eine neue Welt zu erschaffen. Mit ihrem Wissen von Struktur und Form erschuf die Architektin arkane Gewölbe, um die Geschehnisse des Grundsteins zu schützen. Tief in diesen Gewölben wurde der Stein platziert. Holy shit. Hi, bin zu spät, sorry. Olevik, kein Problem. Wir haben den zweiten Boss. Jetzt noch weitere 2 Bosse und dann kommt der Endboss. Also wir sind so gut bei knapp vor der Hälfte des Spiels. Vor langer Zeit erschuf die Architektin dieses Heiligtum, um den Grundstein gegen die Gier der Menschen zu schützen. Doch die Gier des Barons ist stärker, als die Gründerin es jemals vorstellen konnte. Genau, der Baron ist sozusagen der Bösewicht. Er wird vor nichts zurückschrecken, um an den Stein zu gelangen. Kein Geschöpf ist vor der Verderbtheit und Zerstörung sicher. Reaktiviere die Siegel, um den Grundstein wieder zu schützen. 3 sind übrig. Beeil dich, Sternenkind. So. Wir haben jetzt Welt 1 und 2 abgeschlossen. Sehr gut. Clap. Gucken wir mal. So. Oh, wir müssen nochmal zurück. Wir müssen nochmal zurück. Da ist nämlich auch so ein Vieh, was wir noch brauchen. Bam. Das ist irgend so eine Sammel-Archivement. Wir haben 80. 100 kostet es. Aber hatten wir nicht irgendwas gefunden? Hier. Bronze. Oh, was? Das kann man upgraden mit 150. Das machen wir nächste Runde. Dann macht unsere Waffe mehr Schaden. Wir gucken hoch. Hier, das ist nämlich diese Archivment-Sache. Für jeden Vogel, den wir fangen, der taucht hier hinten auf. Wir haben von den roten haben wir schon 3, beziehungsweise 4. Von den blauen haben wir schon richtig viele gefunden. Lol, Alter. Mal gucken, was passiert, wenn wir das Ding voll haben. Okay, ich bin gespannt. Wir gehen jetzt wieder in die Welt zurück und in Welt 1 müssten wir jetzt irgendwo in eine neue Zone kommen. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Ach ja, dadurch, dass wir nicht gestorben sind, ist die Karte jetzt übrigens aufgedeckt. Noch. Das ist nämlich noch die alte Karte. Die resettet sich erst, wenn wir sterben. Rechts, da unten, wo meine Kamera ist, hier ist noch irgendwie so ein Spot, wo man noch was farmen könnte. Ich glaube, ich gehe da nochmal schnell hin. Für Collectibles kriegt man meistens hohe Achievements.
Du meinst bei der Playsee, ne? Bei der Playsee bekommt man da meistens Ruhe. Mitchell, wunderschönen guten Abend. Oh, Mitchell. Wie geht's dir so? Und was treibst du Schönes? Gefühlt bist du ja jeden Tag unterwegs, obwohl ja Ausgangssperre ist. Du unternimmst trotzdem jeden Tag so viel, ey. Du bist nie zu Hause. Was mit live gehen? Ja, sie wollte live gehen. Mitchell, wie wär's denn, wenn du rausgehst, draußen einen IRL-Stream machst? Könntest du tatsächlich machen. Ja, jetzt? Was jetzt? Gehst du jetzt live? Let's go! Kann ich das ja im Stream hier einblenden? Das wär's, oder? Ich blende deinen Livestream einfach in meinem Stream ein. Wie kommen wir jetzt dahin? Wir müssen hoch, oben lang. Wir müssen oben lang. Hier lang? Weil ich hätte so gerne PlayStation 4, ne? Ich würde so gern so viele PlayStation 4 Titel spielen. Es ist einfach so schade, dass ich die nicht mehr habe. Ich hatte ja für eine Woche eine PlayStation 4 zu Hause zu stehen. Das war schon echt hammergeil. Hammergeil. Aber es lohnt sich jetzt einfach nicht mehr, eine zu holen. Ich warte. Ich muss stark bleiben. Es ist nur noch der Sommer. Wenn der Sommer um ist, dann gibt's die PS5. Das Warten lohnt sich. Und ich habe ja sowieso noch so viele Projekte offen. Zeitlich schaffe ich das ja gar nicht. Hä? Das Ding kann ich gar nicht benutzen. Oh, so eine Scheiße. Das ist schon offen. Achso, das ist wahrscheinlich... Das sieht man an diesem Symbol. Wenn es so dick umrandet ist, dann ist es wahrscheinlich schon gemacht worden. Also ich bin den ganzen Weg jetzt gerade umsonst gelaufen. Schon krass, wie schnell auf Twitch das Interesse an neuen AR-Titeln abnimmt. Zum Beispiel Doom hat gerade 1700. Vor einer Woche noch 30.000. Daran siehst du aber, dass das Spiel vielleicht doch nicht so geil war, ne? Tapio? Dass das Spiel einfach nur mega gehypt war. Aber gar nicht so geil war. Wenn die Leute jetzt schon kein Interesse mehr an dieses Spiel aufweisen. Entweder ist das Spiel sehr kurz. Und man hat dann einfach kein Interesse mehr. Und das war einfach nur ein Scheißspiel. Wobei, ich habe ja gehört, dass viele das Spiel feiern. Leso zum Beispiel feiert das Spiel. Kurz ist es nicht. Dann umso komischer. 20 Stunden. Dann umso komischer, dass es keine Relevanz mehr hat. Ich hab Durst. Ich hab hier... Ach doch, ich hab noch Trinken. Ehre geht raus an mir selber, der Trinken gekauft hat. Ich trinke eigentlich Leitungswasser. Aber ich habe jetzt hier mal Wasserflaschen gekauft. Jetzt ist die Frage, ob wir unten lang gehen können, bei dem blauen, oder ob wir links lang gehen können, zu dem nicht... Ja, wir müssen, glaube ich, links lang. Gucken wir mal. Wir können jetzt auf jeden Fall in die zweite Welt. Aber es richtet sich sozusagen nur an Hardcore-Gamer. Das ist der Hauptkritikpunkt. Ja, aber Doom war schon immer irgendwie... Also, eigentlich ist es ja voll cool, dass es endlich mal ein Spiel gibt für Hardcore-Gamer.
Weil gerade jetzt die meisten Spiele sind immer nur so für Casual ausgelegt. Weil mit Casual machst du halt am meisten Geld, ne? Mit Casual machst du halt am meisten Geld, weil die Zielgruppe einfach höher ist. Wie viel brauche ich? 150, Funkel. Glaub mir, und selbst die sagen, dass es schlecht gebalanced ist, teils. Okay, das ist dann echt beschissen. Das hört sich echt nicht gut an, Tapio. Es ist halt ein unfertiges Spiel, ne? Also da ist die Wüste. Das haben wir schon gemacht. Wir müssen jetzt, glaube ich, nach unten. Die Grafik ist atemberaubend. Der Rest auch. Ja, schade. Ist die Grafik besser als die anderen Titel oder ist es die gleiche? Ist doch eigentlich die gleiche Engine, oder? Es ist nicht die gleiche Engine. Es ist High Quality, ohne Zweifel. Wahrscheinlich ist es einfach Geschmackssache, ne? Deutlich besser. Die neue. Bei Resident Evil 3 zum Beispiel war, glaube ich, exakt die gleiche Engine von Resident Evil 2. So, was muss ich denn hier jetzt machen? Zum Säuremoor. Ich glaube, hier komme ich noch gar nicht hin. Zum Säuremoor komme ich noch nicht. Aber ich kann jetzt hier endlich runter. Oh, das Ding macht mir endlich Licht. Das Ding macht endlich Licht. Und das Ding kann auch so Licht machen. Das kann ich ja erst seit jetzt. Ah. Ich glaube, damit habe ich jetzt oben das Tor aufgemacht. Und jetzt kann ich durch. Ah, das konnte ich halt eben noch nicht, weil ich den Boss 2 noch nicht gemacht habe. Das ist dieser Mechanismus von diesem Game. Du wirst halt mit jedem Run stärker. Und man muss halt einfach auch sterben. Man kann aber wahrscheinlich, so richtig, ein richtiger Profi kann wahrscheinlich im First Run alles schaffen, ohne einmal zu sterben. Ist bestimmt möglich, aber sau schwer. So, wir sind jetzt im neuen Gebiet. Was ist das? Ah, okay, da kann ich nicht rein. Und die Viecher machen hier natürlich noch mehr Schaden. Beziehungsweise, ich mache zu wenig Schaden für diese Viecher. Oh, das sieht schon irgendwie hübsch aus, oder? Das sieht schon irgendwie hübsch aus. Mit schlecht gebalanced meine ich, aua, dass viele Gegner OP sind. So schlimm, dass du fast keine Mitte hast. Und zwar völlig egal, welche Schwierigkeitsgrad du spielst. Verstehe. Boah, die droppen ja richtig viel. Alter! Aber die machen auch richtig viel Schaden. Da bin ich direkt gestorben.
Aber ich kann mein Waffen-Upgrade jetzt eventuell kombinieren. Ich brauche 150 Splitter. Wie viel habe ich jetzt? Ich habe 150. Könnte passen. Yes! Fusioniert. Das könnte ich mit dem noch fusionieren. Brauche ich aber auch 50. So, jetzt mache ich mehr Schaden. Die Gegner werden stärker, du wirst aber sozusagen schwächer. Und zwar extrem. Das ist schon fast Trollerei. Ja, okay, das ist ja. Das ist Müll. Das ist Müll. So, dann gucken wir mal, wo es jetzt runter geht. Huch, was ist denn da oben? Das Ding ist gelb. Wieso ist das gelb? Dann gehe ich mal ganz kurz vorbei. Eventuell gibt es da noch irgendwas. Oh, ich kann die jetzt mehr oder weniger one-shotten. Hier gibt's noch irgendwas. Frag mal Leso, was seine Meinung zu Marauder ist. Und klär dir, was ich. Ich bin gespannt. Leso hat, glaube ich, das Spiel noch gar nicht durchgespielt. Aber ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie gesehen, dass er das gestreamt hat. Muss ich mal fragen. Er hat sich ja die Collector Edition geholt mit diesem geilen Helm. Er hat diesen Helm und den kann man sich tatsächlich auf den Kopf setzen, Tapio. Der ist tatsächlich originalgetreu oder Lebensgröße. Ziemlich nice. Vor allem gibt es ja so nichts zu kaufen, ne? Den gibt es ja nur in der Collector. Ja, den Marauder war doch der Typ mit dem Schwert, oder? Ein Haufen Funkenlicht. Naja, 50. 50 Funkenlicht bekommen. Vor allem auch die ganzen Skins, die man bekommen kann. Da steckt so viel Liebe drin. Wäre das Spiel von Activision, wären das alles Ingame-Käufe. Jetzt müssen wir nach unten. Ich glaube, ich brauche gleich eine Pause. Runter. Links. Und herzlich willkommen, Fabi. Wie viel hast du geschafft? Ich habe jetzt den zweiten Boss. Also es fehlen jetzt noch drei. Ich bin noch nicht mal bei der Hälfte des Spiels angelangt. Ich habe jetzt schon 9 Stunden gespielt, Fabi. Hey, hier ist irgendwo einer. Oh, da ist er. Wie willst du mit dem fertig werden? Der braucht fast seine gesamte Aufmerksamkeit.
Was ist mit der Zeit mit den anderen Gegnern? Habt ihr das Spiel durchgespielt, Leso und Tapio? Habt ihr Doom durchgespielt? Kommt heute noch Mario Kart oder Splatoon? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt auch beides nicht. Svenja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich bin momentan so ein bisschen... Nö. Ihn als erstes killen und das so schnell wie möglich und dann den Rest. Leso, ist Mitchell jetzt eigentlich live? Nee, ne? Ist sie live? Nö. Was hat sie denn da für ganzen Insta-Stories, Alter? Aber die ist auch jeden Tag draußen. Die hat nur Bilder von draußen von sich. Corona-Sperre ist wurscht. Let's go. So, runter. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade. Hier ist irgendwas. Und hier ist was. Oh, diese Viecher, ne? Jedes Mal, wenn ich in ein neues Level komme, habe ich so Respekt vor diese Dinger. Weil man einfach so viel mehr Schaden auf einmal kriegt. Alter, ich bin gleich tot. Gehe hier rein, kann mich heilen und kann mal den dritten Boss anteasern. Den werden wir... Also schaffbar wäre es tatsächlich wahrscheinlich. Ach nee, das ist ja gar nicht der Boss. Das ist die Kluft, wo man ein Upgrade kriegt. Boah. Ein Herz. Was ist das für einer? Okay, der kann zusätzlich springen.
Alter! Alter! Der hat aber viel ausgehalten. Was ist das da? Okay, ist sonst nichts. Wir gehen weiter. Und was ist drin? Erhöht Sichtbarkeit in dunklen Räumen, indem das Radius des Lichts... Okay, die erhöht des Lichtradius. Vor allem die Hitboxen oder die Hitbox von dem poppt nur alle 10 Sekunden random auf. Aber seine Waffe one-hitted dich. WTF. Das klingt aber tatsächlich sehr, sehr unfair. Au! Das ist denn für eine Scheiße hier. Oh, runter, runter, runter. Wo bin ich? Okay, rechts. Wir gucken mal, was hier rechts ist. Ah, diese Viecher. Größe der Hitbox mikroskopisch klein. Das klingt furchtbar, Tapio. Ich glaube, pro Stream kriegen wir immer nur einen Boss hin. Ich glaube, hier pro Stream kriegen wir immer nur einen Boss hin. Das Ding graden wir jetzt damit ab. Jetzt haben wir... Jetzt bin ich verwirrt. Das können wir mit dem upgraden. Das hier wäre geil. Verteidigungspatch, da bräuchte ich ein Upgrade. Oder diese Leben. Mit all dem Durcheinander auf jeden Fall, Tapio. Ich kenne ja Doom, das fand ich schon immer extrem schwierig, gerade auf der Konsole. Auf der Switch fand ich das mega schwierig am Anfang. Die Bewegungssteuerung hat mir dann geholfen. Die wurde ja irgendwann nachgepatcht. Davor hatte ich das Let's Play ja sogar abgebrochen auf der Switch. Davor hatte ich das Let's Play abgebrochen. Und dann gab es ja endlich den Bewegungspatch. Und dann habe ich das Let's Play gespielt und durchgezogen. Also davor war es für mich unmöglich. Du könntest den Abenteuermodus von Hyrule Warriors spielen. Dann gibt es mehr Bosse pro Stream. Sicher, dass es da mehr Bosse gibt pro Stream? Weil der Abenteuermodus ist doch auch extrem schwierig und dauert mehrere hundert Stunden. Wenn nicht sogar knapp 1000 Stunden, oder? Oh, ich habe irgendwie gar keinen Bock auf dieses Grinden. Ich muss hier ständig rein und grinden. Ich habe keinen Bock, ey. Das Doom davor kommt dir richtig lahm vor im Vergleich dazu. Gib dir das mal, ach du Scheiße. Die ersten Maps sind wirklich easy. Aber ganz ehrlich, 500 Stunden oder 1000 Stunden Spielzeit ist mir ein bisschen zu viel, Fabi. Weil dann wird dieser Stream hier, dann wird dieser Kanal ein Hyrule Warriors Only Kanal. Keine Ahnung, ob ihr wirklich euch so viele Stunden Hyrule Warriors euch anschauen wollt. Wird doch langweilig zum Zuschauen, oder? Oder ich mach's einmal die Woche und das dann 5 Jahre lang. Hype. Hype?
Hype worauf? Auf den Hyrule Warriors Abenteuermodus? Das ist eine gute Idee. Was? 5 Jahre Hyrule Warriors? Ist eine gute Idee. Dann kommt Christian. Ey, ohne Scheiß. Der kommt, glaube ich, nur, wenn ich auf YouTube streame. Soll ich das mal machen? Ey, wenn ich den aber anfange, dann will ich den auch beenden. Wenn ich den Hyrule Warriors Abenteuermodus anfange. Übrigens sollte ich das vielleicht wirklich mal durchziehen, dass ich Nintendo-Content oder Switch-Content auf YouTube streame, statt hier auf YouTube. Statt hier auf Twitch. So rum. Also das hier hätte ich jetzt eigentlich auch auf YouTube streamen müssen. Aber ich habe jetzt einen guten Vergleich. Ich habe hier so 5, 6 bis 8 Zuschauer in diesem Game. Aber irgendwie stört mich YouTube tatsächlich. Das hat sich alles so verschlechtert. Der Support von den Leuten. Der Support von Google ist einfach furchtbar geworden. Die tun einen so in undankbar sein. Du tust quasi für die kostenlos arbeiten. Die verdienen Geld durch die Spenden und Donations und so und Werbung, die sie ja schalten. Verdienen die Geld. Und die sind trotzdem dann so undankbar, dass sie dir so viel Steine in den Weg legen. Christian kann dir dann helfen. Also ganz im Ernst wahrscheinlich. Ja. Momentan habe ich Probleme mit meinem Bot auf YouTube. Weil ich ja 3 Monate gebannt war, habe ich ja nicht so oft YouTube gemacht. Dadurch hat der Bot halt auf YouTube. Also, ihr müsst euch vorstellen, jede Aktion, die der Bot macht, macht ja. Tut sie sich ja. Tut der Bot sich verbinden mit dem YouTube-Server. Das ist so eine Connection. Und YouTube hat halt eine Begrenzung. Du darfst halt irgendwie nur, sage ich mal, 500.000 Zugriffe pro Tag machen. Und dadurch, dass ich jetzt 3 Monate gebannt war und nicht gestreamt habe, und der Bot macht halt, der macht halt so generell mal ein paar Zugriffe, aber in den Livestreams macht er halt ganz viele Zugriffe und zwar auf den Live-Chat. Er holt sich halt alle 3 Sekunden oder so den Live-Chat ab und guckt halt, was die Leute so schreiben. Wenn sie halt Scheiße schreiben, dann tut er halt irgendwie handeln, moderieren oder Werbung machen und dies, das. Kennt er ja alles, was der Bot so macht. Genauso, wenn Donations kommen und so. Und dadurch, dass ich 3 Monate nicht gestreamt habe, habe ich ja keine Streams gemacht. Und in der Zeit sind die Zugriffe vom Bot halt runtergegangen, ne? Von 300.000 Zugriffe vielleicht auf 10.000. Und da das jetzt 3 Monate lang so war, hat Google mir einfach die Begrenzung runtergeschraubt. Mit der Begründung, ja, du hast die letzten 3 Monate nur 10.000 Zugriffe gemacht, du brauchst keine 300.000. Wir begrenzen das Ding jetzt auf 15.000 Zugriffe pro Tag. Und jetzt habe ich den Support angeschrieben, meinte so, ja, ich möchte jetzt wieder erhöhen. Und das Problem ist, erhöhen kann man nicht einfach so. Das muss man jetzt begründen. Da musst du jetzt 5 Seiten einen Aufsatz schreiben und einen Screencast soll ich jetzt machen, wo ich mein Bot einzeln erkläre, was er alles kann. Wie es technisch funktioniert. Ich soll denen vielleicht sogar meinen Source Code rausrücken, wo ich mir denke, so, geht's noch? Nein, mach ich nicht. Also Google ist da teilweise echt unverschämt. Und bei Twitch gibt es halt bei dieser Schnittstelle gar keine Beschränkung. Du kannst halt so viele Zugriffe machen, wie du willst. Es ist einfach so viel freundlicher. Du könntest vorübergehend den Nightbot nehmen, ja? Dann hat sich halt der YouTube-Bot für mich erledigt. Die Sache, die ich da selbst gemacht habe. Ich kann natürlich jetzt alles runterschrauben, dass ich nur noch 10.000 Zugriffe mache pro Tag.
Aber das heißt, der Bot reagiert dann halt nur alle 5 Minuten im Chat oder sowas. Es ist halt Kacke alles. Dieses Gerät nutzt einen Rückstromlüfter, um Sauerstoff aus Wasser zu gewinnen. Hä? Ach, und deswegen kann ich jetzt schwimmen, oder was? Du brauchst unbedingt zu einem Superbot. Achso, brauchst du unbedingt ein Superbot bei weniger als 1000 Zuschauern? Nee, natürlich nicht. Aber dieser Bot war halt auch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, Tapio. Also in der Zeit, wo ich angefangen habe mit den Bots, hatte ja niemand einen Bot. Da war ich ja tatsächlich der Erste irgendwie auf YouTube, der wirklich einen Bot hatte. Außer Nightbot gab es nichts. Und dann, inzwischen gibt es ja, glaube ich, auch so normalen, also so Bots mit Spielen und so. Aber ich hatte halt den Vorteil, ich konnte mein Bot halt immer darauf anpassen, was ich möchte. Und der Bot macht halt auch jetzt auf Twitch und der Bot macht auch auf Discord und das ist halt irgendwie schon geil und das ist halt so das Besondere, was ich hatte. Ich bin halt nicht der krasse Streamer, der irgendwie polarisiert, wie irgendwie so ein Monte oder so. Dafür habe ich halt irgendwie so andere Dinge, wie zum Beispiel dieser Bot mit den Spielereien und so. Man muss halt irgendwas haben, ne? Was Besonderes. Vielleicht ist es erstmal schlauer, mitzuspielen. Guck mal. Unten rechts, Mitte, rechts, links, oben rechts. Unten rechts, Mitte, rechts, links, oben rechts. Ja, natürlich ist es schlauer mitzuspielen. Du bist halt nicht in der Position, wo du YouTube sagen kannst, erhöht's doch bitte. Ansonsten streame ich nicht mehr. Ansonsten streame ich auf Twitch. Das ist denen egal. Ne? Selbst wenn du mehrere 100 oder 1000 € Einkommen hast, ist es denen egal. Das ist für denen kein Geld. Unten rechts, Mitte rechts. Unten rechts. Mitte. Unten rechts. Was war das jetzt? Jetzt war unten links, ne? Und jetzt war oben? Wir haben's. So, das ist ein neues Attachment. Das kann ich mir bauen lassen in der Waffenkammer. Dafür muss ich die Waffenkammer erst upgraden. Das kostet alles wieder Geld. Holy, das muss ich wieder sammeln. Warum ist eigentlich ein Bot unser größter Zuschauer, Brownie? Ist es das? Keine Ahnung, Mann. Ich dachte eigentlich, ich hätte alle Bots auf die Blacklist gepackt. Muss ich nochmal gucken. Das ist das da der Boss? Wollen wir mal zum Boss gehen? Tatsache, das ist der Boss. Lass mal zum Boss gehen. Was ich eigentlich bräuchte, ich bräuchte eigentlich sowas wie Livestreams mache ich nur noch auf Twitch und auf YouTube lade ich nicht einfach nur die Livestreams hoch, sondern ich schneide jedes Projekt oder jeder Stream, jeden Stream, den ich mache, mache ich so eine 15-Minuten-Zusammenfassung, so eine Art Best-of. Und das lade ich auf YouTube hoch. Sowas bräuchte ich. Aber das kriege ich zeitlich alleine nicht gemanagt.
Wenn es jemanden gibt, der jeden Tag so meine Streams auf 15 Minuten Länge kürzt, das wäre geil. Was ist das denn? Okay. Ich gehe mal davon aus. Okay, das ist... Das ist easy, Kappa. Das wäre toll. Ja, aber wie gesagt, wenn ich damit jetzt noch anfange, dann habe ich weniger Zeit zum Streamen. Du Scheiße. Also ich bräuchte einfach jemanden, der meinen YouTube-Kanal verwaltet. Ich würde denjenigen gerne meinen YouTube-Kanal auch zur Verfügung stellen, dass er die Videos da hochladen kann. Also hätte ich kein Problem mit. Von mir aus auch irgendwie. Dafür auch entschädigt wird. Zum Beispiel die Monetarisierung anteilig bekommt oder sowas. Wird sich jetzt wahrscheinlich noch nicht so lohnen. Aber wenn das gut macht, dann kriegt man ja auch mehr Zuschauer. Und dann würde sich das ja irgendwann lohnen. Ohne dass diejenige Person selber Content machen muss. Aber alleine fehlt mir die Zeit. Ich habe den Boss im First Try gelegt. Was ist denn da los? Das Spiel ist, glaube ich, nicht gebalanced. Oder das war einfach leichter. Für mich. Dann brauchst du ja auch weniger streamen. Weil teils der Content in Videos ist, von daher gleicht sich das doch aus. Ja. Ja, stimmt schon. Das würde dann aber heißen, ich streame nur noch zweimal die Woche oder so. Würde heißen, ich komme noch langsamer voran. Und habe trotzdem ein höheres Arbeitspensum. Weil Schneiden dauert mindestens genauso lange wie so ein... Ich meine, wenn du ein 4-Stunden-Video schneiden möchtest, dann musst du dir... erstmal die kompletten 4 Stunden in Echtzeit anschauen. Sprich, das Schneiden dauert mindestens... Ja, was heißt mindestens? Es dauert schon länger als das Video selbst. Weil du musst ja das komplette Video kennen. Da musst du es noch schneiden. Und dann musst du das Geschnittene nochmal angucken, nachbearbeiten vielleicht. Und dann kommst du locker mal auf das Doppelte oder so der Zeit. Also so ein 15-Minuten-Videoschnitt ist... aufwendiger, als einfach mal so einen Stream zu ballern. Es gibt auch sehr viele auf Twitch, die einfach nur auf Twitch jeden Tag streamen. Und denen ist es dann egal. Nach 7 Tagen ist der Stream dann weg. Der ist dann im Internet gelöscht. Aber es ist halt schade so. Es gibt halt so viele relativ coole Streamer, die seit 2 Jahren auf Twitch streamen. Aber es gibt einfach kein Content. Außer die Livestreams. Aber... du kannst dir nichts im Nachhinein nochmal anschauen. Aber musst du dir eventuell gar nicht. Auf YouTube ist es halt geil, es gibt immer noch Leute, die gucken sich irgendwelche Videos von mir an, weil sie das Spiel googeln auf YouTube, weil sie wissen wollen, was ist denn das? Also viele sehen halt ein Spiel und da wollen sich halt vorher erkundigen und in das Spiel reinschauen und dazu nutzen viele halt YouTube-Videos. Das ist halt dieser Vorteil, den YouTube bietet. Twitch ist halt wirklich nur, du schaust den Livestream und das war's. Der Livestream ist weg, das Bild ist weg, das Video ist, Material ist weg. Du lebst halt nur im Hier und Jetzt. Ein Stück Titanschrott. So, ich bin mal gespannt, was wir jetzt für eine Fähigkeit kriegen. Was ist dein meistgeklicktes Video? Ich glaube Dragon Ball Xenoverse 2 für Nintendo Switch. Leso. Ich glaube tatsächlich mit über 100.000 Aufrufen oder sowas. Also teilweise so wirklich so Excel-Größe oder sowas. Das finde ich bei Toffee Ehre. Selbst wenn er nur 10 Klicks hat, macht er sein Projekt zu Ende. Mit Liebe und Mut zu... Na, die Projekte macht er, glaube ich, auch nicht unbedingt zu Ende. Da gibt es dann auch Sachen, wo er sagt, so, das lohnt sich jetzt einfach nicht mehr. Aber verständlich. Absolut verständlich.
bei mir nicht anders. Hä? Mit Y. Wo ist Y? Das ist Y. Och Mann, jetzt habe ich so eine Art Staubsauger. Oh, es gibt sogar Geld. Also, wir haben jetzt eine Art Staubsauger-Attachment bekommen. Ich scanne. Die Welt konnte kein Leben erhalten ohne Land, aus dem das Leben entspringt. Also goss der Geologe mit seinem Wissen über die Tektonik die Welt in Sand und Stein. Xenoblade ist dein Platz 1. 17.000 Euro. Okay, dann waren es doch keine 100.000. Aber 17.000 sind echt viel für meine Größe. Und überleg mal, ich habe das vor 2 Jahren gestreamt oder so. Vor einem Jahr hatte das, glaube ich, 10.000 Aufrufe. Also das Ding macht immer noch Aufrufe wie die Sau. Und ich muss zugeben, das war tatsächlich... Scheiße, Software wurde be... Ich glaube, ich muss den Boss jetzt nochmal machen. Tapio, das Krasse ist halt, es ist ein ungeschnittenes Video, ne? Und dafür feiere ich halt die Best-ofs von Nessie, die sie gemacht hat. Da hat sie ja schon 3 oder 4 Stück gemacht. Die sind verdammt gut. Und so ein Niveau würde ich ganz gern haben für jeden Livestream. Oder für jedes Projekt. Und dann vielleicht auf meinem Kanal. Da gucken das dann auch mehr Leute. Ich hab, das hat nicht gespeichert. Nur macht er das halt noch am selben Tag. Die Aufrufe, ne? Am selben Tag. Nicht in 2 Jahren. Mann. Er hat nicht gespeichert, meine Lieben. Der ganze Try war umsonst. Da freut man sich, dass man den dritten Boss legt und was passiert? Das Spiel stürzt ab. Ich glaube, 60.000 Klicks sind ungefähr 60 Euro, die man da kriegt. Mann, das fuckt mich gerade richtig ab, ne? Da hat man gerade einen richtig geilen Try gehabt. Man ist endlich mal vorangekommen in diesem Game. Und dann stürzt einfach die Software ab. Ey, das Schlimme ist, hatten wir nicht noch irgendwas anderes gemacht in dem Run? Wir hatten doch noch das andere Dungeon gemacht. Ja, ich rechne immer mit einer CPM von 1. Mann. Stimmt, wir hatten das Attachment gemacht, wo wir schwimmen können. Das fehlt uns jetzt auch wieder. Das ist jetzt auch weg. Ja, das ist bestimmt 3. Du bist ja familienfreundlich. Hm, nicht immer.
uns fehlt jetzt das Attachment, wo wir schwimmen können, Leute. Das muss ich nochmal finden und suchen. Aber den Boss machen wir jetzt auf jeden Fall nochmal. Mist, Dreck. Scoobert. Gepanzerter Titan. Mal gucken, ob ich den nochmal so einfach schaffe. Also wir können im Wasser schon mal nicht schwimmen. Das ist ein Nachteil, den wir im Vergleich zum letzten Bosskampf hatten. Familienfreundliches COD. Genau. Okay, let's go. Aua! Ey, der Boss ist aber tatsächlich einfach. Und jetzt verrecke ich, das wär's. Wenn ich jetzt verrecke in diesem Bosskampf, dann raste ich halt noch mehr aus. Weil ich ihn halt einfach schon mal besiegt habe im First Try. Scheiße, das wird jetzt halt wirklich knapp. Kurze Konzentration. Ein Hit und wir sind tot. Leute. Wir haben's. Er ist aber deutlich leichter gewesen. Aber das ist ja meistens bei den Spielen so, dass man hinten raus, wenn man endlich mehr Schaden macht und mehr Leben hat, dass es irgendwie leichter wird. Das Attachment zum Schwimmen haben wir trotzdem jetzt nicht. Das fehlt uns jetzt noch. Das müssen wir erst wieder suchen in der Welt. So. Hoffen wir, dass die Software jetzt nicht abstürzt. Ich gehe jetzt einfach mal hoch. Ich skip das jetzt mal. So, zwei Siege sind übrig. Und jetzt speichert er auch. Stellt euch vor, im Speichern geht jetzt irgendwas kaputt, dann ist der Spielstand auch weg, ne? Und zwar der ganze Spielstand. Oh Mann. Aber eins nervt mich gerade trotzdem noch. Stromausfall beim Speichern. Das wäre bei der Switch egal, weil die Switch hat ja einen Akku, Tapio. Das ist komplett egal bei der Switch. Du kannst mit der Switch sogar weiterspielen, ohne Strom. Voll gut. Stimmt ja. Genauso bei einem Laptop. So, wir müssen jetzt trotzdem... Wir müssen trotzdem nochmal zu dieser Welt. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Runterlaufen. Uns fehlt nämlich dieser blöde... Dieses blöde Upgrade zu schwimmen fehlt uns nur. Was wir eigentlich schon haben müssten. Thank you.
Wir gehen runter. Wir suchen mal rechts. Nee, hier ist gar nichts, Sackgasse. Wir gucken mal, ob es hier ist. Nein. Nein. Ich hoffe, es ist hier oben. Ich hoffe, es ist hier oben. Nein, ist es nicht. Ach, Dreck, Alter. Das wird da unten sein. Das da ist es, ne? Oh. Werde ich es überleben? Wir müssen nach rechts. Und jetzt nach oben. Was? Jetzt nach rechts. So, ich hab's gleich. Jetzt müssen wir noch das hier überleben, ohne zu sterben. Da war ja dieser etwas stärkere Typi, den wir irgendwie tausendmal schlagen mussten. Mal gucken, ob wir das diesmal schaffen. Der jetzt. Hamin. So. Scheiße. Das ist gar nicht das. Hä? Oder habe ich das doch? Ich hab's ja doch. Okay, ich hab's doch, wie es aussieht. Atemblase. Okay, wir haben das quasi jetzt doch umsonst gemacht, lol. 300 braucht man für eine Werkstatt-Upgrade, glaube ich. Das hat das Spiel irgendwie doch gespeichert. Nur den Boss nicht. Obwohl... Ich gehe jetzt den ganzen Weg zurück. Frauen kennen sich aus mit der Atemblase. Alles klar. Wir haben jetzt 3 Bosse gemacht. Jetzt müssen wir irgendwo anders weiter. Wo müssen wir weiter? Ich glaube, wir müssen jetzt im Anfangsgebiet ganz links lang. Okay. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg jetzt zurück. Wir können trotzdem mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ohne Scheiß, ey. Wir müssen da noch hoch, da fehlt was. Da fehlt noch was. Hier nach oben. Ich bin tot.
Da fehlt noch was. Irgendwas fehlt da noch. Wie viele Splitter haben wir? Oder wie viele Funken? Zweieinhalb Stunden spielen wir jetzt schon wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Spiel so umfangreich ist. Sobald du den Boss einmal geschafft hast, musst du ihn nie wieder machen, richtig? Ja, genau. Ich muss den nie wieder machen, zum Glück. Ich glaube, ich kaufe mir nochmal Leben. Dann könnte ich das hiermit upgraden. Das mit dem upgraden. Jetzt bräuchte ich nochmal 100, dann kann ich die beiden Leben miteinander upgraden und dann kriege ich einen neuen Slot sozusagen. Okay. Genau, das Gute ist, ich muss diese Bosse nur einmal machen, weil jetzt habe ich die ganzen Attachments und kann jetzt die nächste Tür öffnen. Und das mache ich jetzt auch. Dann komme ich in den letzten und vielleicht schaffe ich den letzten Boss sogar. Mit Skill kann man das nämlich ausgleichen, dieses Gefarme. Dieses Gefarme musst du ja nur machen, wenn es für dich zu schwer ist. Und durch das Farmen gradest du ab und dann wird das Spiel immer leichter. Eventuell bin ich jetzt schon an dem Punkt, wo ich den Rest auch so schaffe. Mit Skill, genau. Lach nur. Ich bin den ganzen Tag am Ackern für irgendwelche Drecksaufgaben und ich komme nicht zur Ruhe. Was für Drecksaufgaben? Wovon redest du, Daniel? Hier. Jetzt habe ich ja diesen Saugerstill-Skill. Ich kann nicht mehr reden, Alter. Und jetzt kann ich theoretisch am Ende ist es wirklich zu easy. Ja, so ist es aber auch bei Zelda zum Beispiel. Da ist der Anfang immer ultra schwer, weil du nur 3 Herzen hast und irgendwie 2 Hit bist. Und zum Schluss hast du irgendwie so 30 Herzen bei Zelda und kannst dich irgendwie 1000 Mal hitten lassen. Das ist so easy. Deswegen bei solchen Spielen ist das Ende immer viel zu einfach und der Anfang viel zu schwer. Vollen Toast, du bist mein bester Freund. Ich fühle mich geehrt. Du machst Schule? Ist doch gut. Ist doch gut, wenn du Schule machst. So, wir sind jetzt gefühlt im 4. Akt. Der 3. war echt One-Shot. Im 3. Akt waren wir relativ kurz, weil das so einfach war. Was ist denn das jetzt hier für eine Scheiße? Okay, ich muss dashen. Aber den ganzen Tag, ich habe keine Lust. Wieso machst du denn am Wochenende Hausaufgaben? Das ist doch illegal, Wochenende zu arbeiten. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ein Golem. Hier ist schon der Boss, soll ich den machen? Komm, wir versuchen den Boss, let's go. Ich würde ja lachen, wenn ich den jetzt auch im First Try schaffe. Bei den 3. war halt echt der Vorteil, die Spielmechanik war für mich einfacher als dieses Stellungswechsel mit dem auf dem Boden dashen. Das fand ich ultra schwierig. Der 3. Boss hatte einfach nur so ein bisschen Positionierung, sich um den Kreis drehen und das war's. Mal gucken, was der jetzt hat. Ansonsten haben wir das auch geskippt. Oh nein, das ist wieder so ein Scheiß. Okay, das ist volle Ladung. Scorch.
Okay. Hä, wann kommt denn der mit seinen Dingern raus? Was ist das denn zum Teufel? Ah, okay, man muss so ein bisschen geräuschmäßig achten. Ey, aber ohne Scheiß. Ich glaube, das ist machbar. Es ist nicht machbar. Ey, aber wir haben die Hälfte abgezogen. Viel Spaß bei Resident Evil Endboss. Oh oh. Warum? Warum? Was ist denn bei dem dritten? Ist das auch ein Stellungskampf? Da musst du perfekt dashen. Oh nein. Ah, Gänsehaut. Ey, aber ich glaube, ich versuche den Boss jetzt nochmal. Ich versuche den Boss jetzt nochmal ohne Upgrades. Weil eigentlich... Also ich skippe dann scheinbar sehr... Also vermutlich werde ich sehr viel vom Spiel skippen, weil ich diese Zone 3 jetzt nie wieder besuchen werde. Und wenn ich Zone 4 schaffe, werde ich die Zone 4 auch nie wieder besuchen. Damit skippe ich dann irgendwie die Hälfte vom Spielcover. Gefühlt. Ich weiß es nicht. So, hier ist offen jetzt. Wir gehen rein. Wir gehen rein, Alge. Ich habe überlegt, ob ich heute noch ein bisschen spazieren gehe und vielleicht auch das Handy mitnehme. Mit irgendjemandem telefoniere. Kennt jemand eine gute App, wo ich mit dem telefonieren kann und gleichzeitig streamen kann mit euch? Geht das? Ich würde gern das Telefonat streamen. Ich würde jetzt Fabi gern anrufen und dann mit ihm einfach IRL-mäßig spazieren gehen und das streamen. Das Telefonat. Ist das nicht ein geil? Ist das nicht ein geiles Format? Kappa? FaceTime? Hm, müsste gehen, ne? Fabi, was hältst du davon? Wo ist der Boss? Ach du Scheiße. Fabi, ich ruf dich nachher an und dann bist du live im Stream, ja? Ich bin gleich eh selbst unterwegs. Ja, ist doch perfekt. Machen wir einen Doppel-IRL-Stream. Beide sind draußen im IRL. Ich meine, was machst du denn unterwegs? Wo musst du denn hin? Darfst du das sagen oder machst du dich dann strafbar? Crystal Meth kaufen, achso. Das Witzige ist, wenn die Polizei jetzt hier mitlesen würde, würde sie denken, du machst nur einen Witz. Aber ich glaube, du meinst es halt ernst. Scheiße, Mann, der hat mich gerade getroffen. Oh Mann. Wann kommen denn die Zacken? Es gibt keine Ankündigung, außer dieses Zischen, oder? Außer dieses Zischen hört man nichts. Das zischt nur ganz kurz und dann musst du innerhalb von einer halben Sekunde wegdashen. Uff, nein, nehme nichts Chemisches. Aber Cannabis, oder? Meine Gummibärchen sind gleich alle.
Ja, ist ja auch pflanzlich. Wusstest du, dass Zigaretten nicht pflanzlich sind? Da ist ganz viel Teer drin. Im Prinzip besteht ja alles aus Molekülen. Eben. Es ist ja egal, was du nimmst, aber. Ich versuche jetzt noch einen Run und dann gehe ich weinen. Der Weg ist ganz schön weit. Moment, was? 1, 2, 3, 4 mal nach links. 1, 2, 3 nach unten und dann nochmal links. So, jetzt noch einmal nach links. Jetzt 3 nach unten. Ja, es geht gar nicht nach unten, oder? Und jetzt müsste ich nach links, genau. Erstmal durchziehen. Nein, um Gottes Willen, lass das. Die Leute glauben das noch. So, meine letzten 4 Gummibärchen habe ich in Kilo Gummibärchen gegessen und werde sterben. Unten ist der Boss. Soll ich vielleicht erst das Attachment holen? Ich habe gelesen, AC hat 400 Spielstunden. Ich glaube, AC ist eher so ein Endlosspiel. Also du kannst dann noch viel mehr Stunden deinen Spaß haben. Wo gehe ich denn hier gerade rein? Warte mal kurz. Ach so, das ist dieses Ding. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hier kriege ich ein neues Werkzeug. Holy crap. Es ist halt wie Minecraft, so. Kannst halt beliebig viel Zeit investieren. Ja, Animal Crossing meine ich auch. Hä? Ah, ein Laserstrahl. Das hat so ein bisschen Breath of the Wild Stimmung gerade, oder? Diese Tempel. Auch so mit der Musik. Was macht man eigentlich in Animal Crossing? Du hast deine eigene Insel und kannst da Bewohner anwerben und deine Insel designen, Häuser bauen, Pflanzen pflanzen,
Bäume schütteln, Bäume pflanzen, Bäume züchten, verschiedene. Die Sachen, die du so kriegst, verkaufen, damit wieder Upgrades machen, dein Haus ausbauen. Ist halt so eine Art, ja, wie sagt man? Ähnlich wie Harvest Moon ohne Bauern-Simulation. Du kannst halt ein bisschen angeln. Du kannst viele Sachen craften und bauen. Ja, so in dem Motto. Insekten fangen. Ich weiß gar nicht, was für ein Genre das ist. Ich glaube, der Boss ist machbar, wenn ich herausfinde, wann diese Clown kommen, weil vor denen muss ich wegdashen. Vielleicht muss ich das mit dem Timing abzählen oder so. Ich muss das vielleicht abzählen, timingmäßig. Und dann habe ich den Boss auch direkt gelegt. Ich glaube, das Spiel kannst du tatsächlich in 2 Stunden durchspielen, wenn du Skill hast. Ich habe jetzt einfach 6 Stunden gebraucht. Gott! 1, 2, 3, 4. Ja, nee, das hörst du nur über den Sound. Ich wurde getroffen. Und jetzt vor diesen scheiß Raketen muss ich auch aufpassen. Ich krieg das nicht hin. Krieg das Timing nicht hin. Am Anfang habe ich es hingekriegt. Mann. Genauso wichtig wie Skill ist eigentlich auch Wissen. Wissen ist vielleicht noch wichtiger. In dem Game hier Wissen, glaube ich nicht. Hier ist einfach nur das Timing extrem wichtig. Wissen ist Macht. Ich glaube, ich mache jetzt eine Pause. 3 Stunden gespielt. Ich könnte jetzt eigentlich auch den nächsten Stream ballern, aber ich mache einfach kurz Chilling. Wir haben 2 Bosse geschafft. Hätte ich nicht erwartet. Wir haben 2 Bosse geschafft, hätte ich nicht erwartet. Den letzten Boss haben wir sogar 2-mal geschafft. So, und im nächsten Part werden wir dann den 3. Boss machen, diesen Skorpion, und dann vielleicht sogar den Endboss. Ich wette mit euch, der Endboss ist einfach nur so eine... Wenn das ein 0815-Game ist, dann besteht der Endboss einfach daraus, dass ich alle Bosse nochmal besiegen muss. Und zwar in einem Run. Mit so viel Herzen, wie ich habe, ohne mich zu heilen. Das erwarte ich von dem Endboss. So, ich bin raus. Wünsche euch noch einen schönen Tag, falls wir uns nicht mehr sehen. Ansonsten sehen wir uns vielleicht nachher noch. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich streame. Nintendo wird langsam wieder zu spät, ne? Mario Kart und so will ich nicht nachts bringen. Egal. Bis später. Ciao. Danke fürs Einschalten. Und bleibt gesund.